Oh Gott. Oi. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, zur 89. Ausgabe vom Plankschnack hier live von der... Oh geil, guck mal, ich bin richtig abgeschnitten. Ich kann mich verstecken so. Du bist nicht abgeschnitten. Ich kann hier so den Halm machen. Geil. Hallo, Moderation aus der Ecke. Oh Gott, wer ist denn das da unten? Hä? Ja, läuft doch. Hä? Warte mal. Ich kann richtig schön manspreaden hier. Aber warum... Wer Fantastisch. Toll, Markus, ey. Bloß weil du nicht da bist, müssen wir uns jetzt von Slappy so diese, seine Eier angucken, weißt du? Igittigit, Mann. Ja, bei Folge 89 hier live von der Messe in Leipzig. Markus, können wir ganz kurz, Regie, können wir ganz kurz mal eine Verbindung zum Außenreporter herstellen im Ruhrpott? Geht das? Hallo? Kannst du mich da draußen hören im windigen Ruhrpott? Leipzig. Nach Gelsenkirchen. Ja, Gelsenkirchen hört euch. Wie ist der Empfang in Leipzig? Oh kann man, ja. Kann man mich wahrnehmen? Ja. Oh ja, wunderbar. Wir sind leider im Funkloch. Tschüss, war nett mit dir. Da kommt ein Tunnel. Nun. Ja, heute sind wir ja auf der Messe, Freunde der Sonne. Wir hatten ja schon, es ist mittlerweile, glaube ich, der dritte auf der Messe? Ja, lass mal überlegen. Erstes, warte mal, waren wir letztes Jahr? Nee, letztes Jahr, das Jahr davor waren das wir auf der Dreamhack. Ja. Dann waren wir auf der Gamescom. Ja. Und letztes Jahr waren wir aber nicht auf der Dreamhack, glaube ich, oder? Nee, letztes Jahr waren wir nicht auf der Dreamhack. Nee. Da waren wir aber noch nicht wichtig genug. Nee. Jetzt mit der Startseite und der vielen Zuschauerschaft dürfen wir uns ja auch mal erlauben, von der Messe Kontakte einzufordern, dass wir auch mal live sein dürfen. Ja. Chat, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's da draußen wunderbar. Ist überhaupt irgendwer im Chat? Weil ich glaube, alle sind hier vorm Fenster. Hier gefühlt schon, oder? Ja. Also gefühlt sind hier alle. Es wird gegrüßt, es wird gesagt, dass viele Leute dann auch da wären, lieben gerne, also nicht eingeschlossen, aber er hat ja nur das Geld für drei Leute vom Team gereicht, einer musste zu Hause bleiben. Ja. Wenn dein Fußballteam nicht so scheiße spielen würde, dann hätten wir dir bestimmt das auch ausgelegt, aber eben. Slappy, ich wollte dir nur einen Ball zu spielen, du darfst versenken. Nimm dir mal ein Beispiel an Dortmund. Ne? Bitte, also, sehr gut, dann haben wir das Fußball-Meme auch gleich aus dem Weg geschafft. Sollte aufhören, auf Schalke zu wetten. Also ja, vielleicht auf Niederlage, das wäre relativ konstant die Saison. Das stimmt schon, da kannst du auch gut gewinnen, glaube ich. Ja, siehst du? Aber wir wollen hier keine Leute zu wetten, wie sagt animieren. Animieren und verleiten, richtig. Unser Thema wird, glaube ich, heute Messe sein, oder? Ja, Messe, Dreamhack und im Gottesdienst. Allgemeinen. Gottesdienst, ja, wo es Streampriester bei mir braucht. Und Mischmasch. Köstliches Mischmasch von Afrikola. Ey, Maga, du sitzt hier in der Indie-Arena-Booth und wirst von Fritz Cola gesponsert. Kannst du bitte Fritz Cola sagen? Ach, habe ich Afrikola gesagt. Ich meinte natürlich Fritz Cola. Oh, dieses Placement, großartig. Ich hatte, stimmt, das sind zwei verschiedene Vereine. Wow. Deswegen hast du keinen Sponsor, Maga. Ja, deswegen habe ich keinen Sponsor. Aber hey, lass uns doch mit dem Standardprogramm anfangen. Ich werde von der Caritas gesponsert. Ja. Oh, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Markus? Ja. Wie waren denn so deine zwei Wochen? Komm, erzähl mal. Ja, eigentlich stabil. Wie gesagt, leider halt, Remake war dieses Jahr halt nicht möglich. Wegen anderen Dingen, mehr oder minder primär eben aus finanziellen Gründen, weil mehr Events im Jahr dazugekommen sind. Deswegen bin ich zu Hause geblieben, habe einfach mal das gemacht, was man da so macht: Stream. Also neue Spiele gespielt. God Eater 3 fand ich ziemlich geil. Also Anime Monster Hunter, wer prinzipiell looten und leveln mag. Ziemlich nice, muss ich sagen. Erinnert ein bisschen jetzt von der Grafik an Code Vein. Ist ja beides von Bandai Namco. Und wenn Code Vein auch so aussieht wie God Eater, wäre ich schon zufrieden. Natürlich Code Vein dann mit Dark Souls Gameplay. Kingdom Hearts habe ich den dritten Teil fertig gespielt. Drei Viertel des Spiels waren geil. So das letzte Viertel war eher so Mumpitz. Aber das habe ich dann mal ignoriert. Also von daher war eigentlich auch ein cooles Spiel. Und jetzt habe ich gestern mit Far Cry New Dawn angefangen. Hat mir bis jetzt sehr gut gefallen. Ach ja, du warst ja der Metro nicht mag, ne? Ja, werde ich schon noch spielen, aber wie gesagt, Far Cry New Dawn hat mich da halt mehr gehypt, weil der fünfte Teil, den fand ich halt ziemlich cool. Und jetzt quasi das Standalone-DLC, kann man es nennen, geht so ein bisschen mehr tatsächlich vom Inhalt in Richtung Fallout und ist wahrscheinlich vielleicht sogar das bessere Fallout 76, allerdings ohne Multiplayer. Geht halt eben auch so ein bisschen, also nicht aktiver Basenbauer, du sammelst Ressourcen, um deine Basis halt eben aufzubauen, da schaltest du dann neue Dinge frei. Ist halt so ein bisschen Endzeit-Stimmung, allerdings nicht in diesem, ich nenne es mal nicht Pastell, in diesen ockerfarbenen Fallout-Farben,
sondern tatsächlich eher so in quietschbunt. Also einige haben gesagt, finden sie geil, einer haben gesagt, ja, ist mir zu pink. Also ich glaube, das ist Geschmackssache, ob man dann den Artstyle quasi in etwas bunteren Look der Apokalypse halt mag oder ob man halt sagt, ja, ist eher nicht so meins. Also, Slath, aber ansonsten würde ich sagen, ist stabil. Slath, Pong ist das bessere Fallout 76. Ich glaube, den Spruch brauchst du gar nicht zu bringen. Also. Slappy? Ja. Es ist ein seltener Moment, aber ich hätte gerne, Dankeschön, dass ich das nicht machen musste. Danke. Sonst bin ich wieder der Arsch heute. So. Schön. Also, Far Cry ist toll, ja? Also, wenn man es jetzt, klar, es ist kein neues Fallout. Wer jetzt ein Fallout 6 erwartet, der wird enttäuscht sein. Es ist halt quasi die Fortsetzung der Story von Fallout 5. Sollte man vielleicht vorher gespielt haben. Muss man aber nicht, dann muss man es einfach hinnehmen, dass das Setting halt so ist. Far Cry 5. Ja. Und, ja genau, Entschuldigung, Far Cry 5. Und, Fallout 5 sollte man auch gespielt haben. Ja, gut, Fallout 5 kommt dann vielleicht irgendwann, wenn es dann wie es dann auch geben sollte oder so. Man weiß es nicht. Also ich habe bis jetzt nichts zu kritteln. Ich habe es gestern jetzt mal so 5-6 Stunden angespielt und ich habe Spaß. Also ich mache da alles, was man halt machen kann. Also von daher geht für mich völlig klar. Schön. Hört sich gut an. Ja. Du, Slappy? Was ich die letzten zwei Wochen gespielt habe? Gemacht hast. Zelda habe ich gespielt, ein bisschen. Ich war ein bisschen krank noch und bin wieder gesund geworden. Und dann habe ich noch ein bisschen Wind Waker gespielt. Und hier, wie heißt das? Astroneer. Weil das ja in der 1.0 rauskam, habe ich mir ein bisschen angeguckt. Ich muss sagen, ich war ein bisschen traurig, dass ich vorher und auch nicht im Stream, sondern als ich eben krank war, mir Subnautica angeguckt habe. Weil das habe ich weggesuchtet. So, bis ich wieder live war, hatte ich das schon durchgespielt. Und danach Astroneer zu spielen, ist ein bisschen schwierig. Ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt vergleichbar, weil das eine im Weltraum, das andere unter Wasser spielt. Aber so im Nachhinein, nach Subnautica, habe ich gemerkt, ich brauche für so ein Sandbox-Spiel, das mir sehr viele Freiheiten gibt, auch irgendwo eine Story, die mich ein bisschen leitet. Mhm. Und das hat Subnautica ja perfekt hinbekommen. Also, So im Umkehrschluss Astroneer halt nicht Fragezeichen. Doch, Astroneer ist sehr, sehr gut. Das auf jeden Fall. Wer auf so Sandbox-Weltraumspiele steht, der wird da viel Spaß dran haben. Man soll nur nicht damit rechnen, dass man jetzt da unbedingt irgendwie an die Hand genommen wird und noch eine Story hat, die einen halt mitnimmt. Man hat am Anfang das Gefühl, dass da vielleicht was kommen könnte, weil es dann plötzlich auch so komische Alien-Statuen oder Statuen, nee, wie heißt das? So Gebilde gibt. Aber am Ende stellt sich raus, dass das halt keine Hintergrundstory ist. Vielleicht habe ich es auch nicht weit genug gespielt, aber ich glaube, so nach 10, 15 Stunden sollte da eigentlich schon was kommen. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass da auch später nichts kommt. Mhm. Sondern hat sich denn zum Early Access halt viel getan? Weil ich hatte es auch vor, ich sag mal, roundabout anderthalb, zwei Jahren im Early Access halt mal gespielt, so zwei Abende, und habe dann gesagt, ich warte bis zum Full Release, aber jetzt habe ich noch nicht reingeschaut. Also lohnt sich? Es hat sich viel getan. Es ist hier und da immer noch sehr hakelig. Zumindest auf meinem PC habe ich das gemerkt. So, wenn du auf einem Planeten sehr, sehr viele von diesen Tethern abgestellt hast, fängt das Spiel an, wenn du so einen Tether abstellst, sehr, sehr zu laggen. Und das haben nicht nur Leute wie ich, die jetzt einen PC haben, der schon 2-3 Jahre alt ist, sondern ich hatte auch bei anderen Streamern reingeguckt, die das gestreamt haben. Die haben da Monstermaschinen stehen und bei denen laggt das auch ein bisschen. Also da arbeiten die noch dran. Die patchen auch, glaube ich, wöchentlich momentan, dass das noch ein bisschen besser wird. Aber es hat immer noch so seine Kinderkrankheiten. Aber sie haben auch wirklich viel noch mit reingebracht, sodass du wirklich... Vorher war es so, ich hatte einen Stream gespielt, hatte einen Planeten besucht und hatte das Gefühl, ich habe jetzt alles gesehen. Und jetzt hast du wirklich was noch, um vielleicht so 20 bis vielleicht 30 Stunden Spielzeit, Spielspaß zu haben. Aber es ist wirklich Sandbox, es ist reiner Sandbox, wenn du im Weltraum rumfliegen möchtest und dich die Grafik jetzt nicht stört. Ja, wobei man ja fairerweise sagen muss, aber auch Subnautica hat ja mit der Performance an vielen Stellen echt zu kämpfen. Wenn du gerade im gewissen Biom bist, ist es auch noch ruckelig. Ja, aber nicht so, weil du, wenn du jetzt rausrennst mit in Astroneer, dann musst du halt alle 5 Meter so eine Tether abstellen. Und wenn du alle 5 Meter halt ein Ruckeln hast von einer Sekunde, dann summiert sich das doch schon. So, sind das, die Bezeichnung kenne ich nicht, sind das, also was ich in Erinnerung habe, du musstest quasi so Pöhle in den Mond rammen, genau, für deine Linie, um dich halt eben zu versorgen. Das ist immer noch quasi gleich geblieben. Genau, das geht immer noch. Und da führt auch kein Weg vorbei, leider.
Es wäre schön, wenn man dann irgendwann was freischalten könnte, was einem dann halt ein bisschen befreit von diesen Tethern. Aber es gibt da was, aber das kostet so viel Energie, dass sich das nicht lohnt, das zu benutzen. Aber ja. Also Astron hier ist ein schönes Spiel. Ich glaube, was ich gehört habe, ist, wenn du im Multiplayer spielst, soll es wohl noch ruckeliger sein. Ja, das war aber vorher auch schon so. Ja. Ja. Du lässt dich übrigens sehr leicht ablenken. Niemals. Doch. Nein. Ich sehe das. Trink ich doch lieber doch. Deine Fritz-Cola. Ich trinke schon die ganze Zeit meine wunderbare Fritz-Cola. Fritz-Cola. Mm. Mm. Oh, Fritz. Mm. Köstlich. Oh, Cola. Hattest du, Blabby, hattest du schon irgendwie Fahrzeuge oder Vehicles? Ja, schon relativ früh. Die haben auch viel mehr Vehicles jetzt. Vorher hatten die ja nur den Rover. Da musstest du einen Sitz draufsetzen, konntest damit fahren. Jetzt hast du halt ganz am Anfang einen Traktor. Mit dem kannst du ein paar Anhänger ziehen, wo du dann Sachen drauf abstellen kannst. Und Rover, den kriegst du erst dann später. Es gibt einen mittleren Rover und einen großen Rover. Die hatte ich noch nicht mal freigeschaltet. Also die hatte ich freigeschaltet, aber die hatte ich noch nicht gebaut. Weil die haben das Level, also wie du jetzt Sachen freischaltest, haben die ein bisschen überarbeitet. Du musst halt jetzt Science machen. Und da kannst du entweder auf dem Planeten oder unter Tage, was sich mehr lohnt, weil es da mehr Punkte gibt, kannst du dann so kleine Munchkis finden, die du dann direkt scannst für einen etwas kleineren Betrag an Science oder an Bits. Das heißt halt Bits im Spiel. Oder du kannst diese großen Dinger, die es vorher auch schon gab, finden und die in so eine Science-Station reinsetzen zu Hause. Und der haut dir dann halt mit der Zeit ein bisschen mehr raus. Das kostet allerdings dann eben auch Strom. Und wenn du dann irgendwie 3000 Bits hast, kannst du dann halt verschiedene Sachen halt freischalten in deinem Journal. Ich weiß noch nicht, ob das perfekt ausbalanciert ist, weil ich das Gefühl hatte, dass es ein bisschen schleppend vorangeht. Obwohl, wenn du dann hinterher so weißt, du musst in unter Tage gehen und die da finden, je tiefer du gehst, umso mehr Bits bekommst du, dann geht das eigentlich. Und wenn du dann halt auf dem ersten, auf dem zweiten, auf dem dritten Planeten landest und da welche findest, je nachdem, wie schwierig der Planet ist, umso mehr Wissenschaftsbits bekommst du dann eben auch. Aber so haben die halt sichergestellt, dass du gezwungen bist, auch mal wegzugehen und so. Aber es ist nicht, also, ja, nee. Ich möchte nicht nochmal den Vergleich mit Subnautica bringen. Ja. Genau. Und das habe ich gespielt. Ansonsten, Breath of the Wild. Kurz gefragt, sitzt ihr da im Käfig oder habt ihr auch Sicht nach draußen? Nee, wir können auch nach draußen sehen. Wir können auch draußen sehen. Und vom Fenster quasi stehen. Umgekehrt können auch Leute quasi reinschauen. Ja, ja. Ja. Das ist schön. Und Studio ist einsehbar. Wie im Zoo ist das hier. Wie im Zoo, richtig. Aber schön. Sali, wie waren deine 2 Wochen? Wunderbar. Ich habe Kingdom Hearts 3 auf 100% gespielt, habe um die 73 Stunden dafür gebraucht. Ein bisschen grindig, aber relativ wenig. Es ging sehr, sehr fluffig durch. Ein super schönes Spiel. Storymäßig. Die einzelnen Level waren echt toll gestaltet. Ja, so fand ich auch. In sich, die haben ja in sich nochmal eine eigene Story und das war wirklich ganz, ganz toll. Ah, Toy Story. Mm. Ah. Ja, das war okay. Ja, nein, nicht die Story, aber das, dieser Song, allein da durchzulaufen. Du hast einen Freund in mir. Let it go. Und du hörst es nonstop, hörst du das? Ja, und ich kann trotzdem nicht genug von bekommen. Ehrlich? Also irgendwann muss ich dir sagen, ich war da unterwegs und ich habe Sachen gesammelt und ich war so 3-4 Stunden in diesem Bereich und irgendwann hat das Lied nur noch gezuckt. Du hast einen Freund in mir. Bin ich schlafen gegangen, habe am nächsten Morgen immer noch gesungen. Das ist sehr eingängig, dieses Lied. Ja. Es war aber echt, echt schön. Danke, Andy. Super. Du lässt dich ganz schön schnell ablenken, ne? Nee, ich habe mich bedankt für den Sub. Ach so. Das siehst du? Natürlich. Danke. Trotzdem eine Ablenkung. Ich habe die Hände und habe dir zugehört. Wie siehst du? Steht doch da im Chat. Ey, du hast deine Brille hast nicht deine dabei, Brille ne? Nicht auf, ja. Soll ich dir meine Harry Potter Brille rein? Du bist so fancy. Ja, ich kann dir meine Harry Potter Brille rein. Was hast du nur für eine Stärke? 3, 5. Okay, lass auf. Okay. Ich habe nicht so viel. Das war sehr schön. Ansonsten habe ich gar nicht so viel gespielt. Ich habe in die Demo von Devil May Cry reingeschaut. Oh. Habt ihr euch die Demo von Devil May Cry gegönnt? Nein. Ich liebe Devil May Cry. Und Devil May Cry ist dafür bekannt, dass es eine gewisse Geschwindigkeit hat, wie Bayonetta. Also wirklich flott. Das ist die Demo nicht. Nee? Ich war etwas traurig. Man hat es mir, glaube ich, sehr angesehen im Stream, dass es in diesem Moment nicht das war, was ich erwartet habe. Man kann aber 3 Charaktere insgesamt spielen.
Nero, man kann Dante und ich weiß nicht, wie der dritte heißt, der diese Tiere mit sich führt. Das sieht sehr, sehr spannend aus, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Ich durfte Nero spielen, der einen abgerissenen Arm hat und du hast die verschiedensten Arme, mit denen du Sachen anstellen kannst. Das Kampfsystem ist nur, es ist nicht so schnell. Du hast Zeit. Nicht, also Devil May Cry oder DMC, weil DMC hatte ja auch noch ein bisschen anderes Feel als Devil May Cry, oder? Na, Devil May Cry im Allgemeinen war schon sehr schnell. DMC gab es noch die Remastered-Version für PlayStation 4, da konntest du einstellen, dass du nochmal 20% schneller das Spiel spielst. Mega gut. Also das ist wirklich ein tolles Feeling. Ich glaube, zum Zusehen ist es nicht so toll, weil man, glaube ich, nach einer Weile nur noch verwaschen sieht auf dem Bildschirm. Wenn du nicht selber das Gefühl hast, was man gerade macht, ist es ein bisschen schwer. Dafür ist das Neue, das 5er jetzt gerade, die Demo, vielleicht ist sie nicht so gelungen. Man hat insgesamt eine ganz kleine Handvoll an Trash-Mobs, dann kommst du zum Endboss, die super schön gestaltet. Wirklich, es sieht toll aus, aber es ist etwas lahm. Okay. Ich glaube, dass die Demo so ausgelegt ist, dass du das Ganze 3-4 Mal machst, damit du deine Sachen eingesammelt hast, dich aufgelevelt hast. Umso mehr Fähigkeiten du hast, umso schneller wird es, umso interessanter wird es, umso mehr Möglichkeiten hast du. Ich werde es trotzdem spielen, also ich werde es nicht abbestellen, weil ich sehr gespannt bin auf die anderen beiden zwei Charaktere. Wenn du so ein bisschen im Startbildschirm dann wartest, dann kommen die Plays und dann siehst du, was da so alles möglich ist. Und das sieht bombenmäßig gut aus. Da freue ich mich sehr drauf. Und dann war ich fertig und habe Subnautica wieder gestartet. Hattest du das noch nicht fertig? Immer noch nicht. Ich konnte nicht. Ich habe so, das Ende ist so so eine leichte Panikattacke gehabt. Jetzt habe ich mich wieder, es geht. Ich bin jetzt in dieser Lava-Welt unten. Und ich habe das erste Mal Kyanid, dieses blaue Zeug, gefunden. Jetzt kann ich super tief tauchen und jetzt geht's weiter. Ja. Und dann Resident Evil 2, was noch ansteht. Und Metro. Oh Gott, ich habe seit letzte Woche Mittwoch habe ich Metro schon auf dem Tisch liegen, ne? Und ich immer so. Seit letzter Woche schon liegt es auf meinem Tisch und ich streichle und sag ja, aber am Montag. Montag spiele ich Metro. Ja, ich wollte jetzt noch mal ganz kurz einhaken, wenn du gesagt hast, du fandest die Welten in Kingdom Hearts halt toll. Wie fandest du denn, ohne jetzt zu spoilern, das, ich nenne es mal Endgame? Da ich mir diese Videos vorher angeschaut habe, die so 2,5 Stunden gehen und dann nochmal ein Video und nochmal ein Video, habe ich verstanden, um was es am Ende geht. Und ich bin... Ich meine noch nicht mal unbedingt Story, sondern eher so Gameplay-technisch. Ach so. Das fand ich nicht schlecht. Dass du das fand ich nicht schlecht. Kam es dir zu abrupt? Das sagen total viele. Ich fand nicht, dass tatsächlich, ich war aber wahrscheinlich ein bisschen nicht so hochgelevelt wie du, weil ich war jetzt insgesamt 35 Stunden durch. Und das Erste, was du gesagt hast, stimme ich dir zu. Die Welten, also quasi das Anfang oder Midgame, fand ich halt schön gemacht und super. Aber so das Endgame, was danach kam, fand ich halt, es hat sich sehr viel halt wiederholt. Und ich war halt anscheinend Unterlevel und es war halt irgendwie gefühlt echt ein Krampf. Also wie hat so das Ende, hat mir halt nicht so gut gefallen. Echt nicht? Also quasi das Endgame, nee. Also ich muss zugeben, der Anfang war halt für mich halt deutlich stärker vom Game. So die ersten 30 Stunden waren super und die letzten 5 waren eher so, naja, hätte man anders machen können. Okay. Also ich habe während der Hauptstory habe ich nicht sehr viel gegrindet, weil ich mich einfach auf die Story einlassen wollte. Aber ich habe die Welten sehr intensiv. Also ich war überall und in jeden Ecken und hatte nicht einmal das Gefühl, unterlevelt zu sein. Eben, ich auch nicht. Aber dann komme ich ins Endgame und da hatte ich halt das Gefühl. Eben, auch da nicht. Also da kam ich... Ich glaube, ich bin nicht einmal gestorben. Also es ist... Zwar oft das Gefühl, gerade beim End, so, jetzt ist es ganz knapp und jetzt... Aber nee, es lief ganz flüssig und es lief sehr gut. Also ich bin sehr gut durchgekommen, habe es auf normal gespielt. Ja, ich auch. Und hatte ich jetzt gar nicht. Ich habe viele Leute gehört, die es auf Proud, glaube ich, heißt das, ne? Auf dem höchsten, ja. Gespielt haben und trotzdem gesagt haben, dass es Pipifax ist. Ja, im Vergleich zu den früheren Teilen, die um einiges schwerer sind... Ja. Es ist das leichteste Kingdom Hearts, das zugänglichste und ich glaube, jeder Casual-Spieler könnte sehr gut Kingdom Hearts spielen und durchspielen. Ja. Die früheren Teile, besonders der erste Teil, ist auf einem hohen Schwierigkeitsgrad bis am Weinen bei manchen Gegnern. Es gibt da einen ganz speziellen, da bist du nur am Weinen. Das ist wirklich anstrengend. Der dritte ist fluffig. Ja, Square Enix hat sich wahrscheinlich gedacht, sie haben jetzt Frozen als Welt drin. So, da holen sie halt das Klientel, was dann in 5 Jahren im Fortnite-Alter ist. So. Und dann müssen sie es vielleicht ein bisschen einfacher machen. Vielleicht, aber es war nicht
es war nicht so einfach. Es war einfach ein Spiel, was du angemacht hast und du hattest, ich hatte nur Spaß. Ja. Button-Smashing, ne? Ich habe nur X gedrückt, ein bisschen Dreieck und es sieht alles so toll aus und es war einfach schön. Ja. Schön sah es auf jeden Fall aus. Ja. Aber es ist einfach. Das stimmt. Ja. Und du, Dizzy? Ich bin schon wieder verzaubert von Kingdom Hearts. Ich werde es nie spielen. Leute haben ja letztens schon gemutmaßt auf Twitter, dass ich spielen werde. Aber ich habe gar keinen. Ich bin ja gar nicht so, ne? Aber das müssen wir jetzt nicht ausmachen. Ja, es ist Disney und Final Fantasy. Ich glaube, das ist. Das ist bei mich raus. Ja. Also ich meine, ich gucke die Disney-Filme auch so. Will ich nicht sagen, dass sie schlecht sind. Aber das Spiel, nee, ist nicht. Da ist mir zu wenig geballert. Dann lieber Metro oder sowas. Das ist eher mein Fall. Was haben wir denn gespielt? Ich habe Foundation gespielt. Oh. Foundation ist ja, wie soll man das sagen? So ein homogenes, selbst bauendes Siedler, kann man sagen, wo auch die Bürger sich ihre Wege alleine machen und du einfach die Stadt aufbaust. Es gibt jetzt das Early Access, ist noch keine Gegner oder keine Computer, die gegen dich sind und du baust halt so dein Städtchen auf und musst halt gewissermaßen jedem den Job geben und dadurch dann die Stadt entwickeln. Soll denn da noch was kommen? Ja. Ach so. Also das wäre das Grundprinzip, dass du halt wirklich ohne Gegner baust und einfach nur eine schöne Stadt bauen würdest. Ja, ich denke mal, da wird später noch irgendwie so ein bisschen was dazukommen, was in die Richtung Hindernisse oder Erschwernisse wird da bestimmt noch eingebaut. Ich habe die Agenda jetzt da nicht so groß auf dem Schirm, aber es soll wohl passieren. Ja. Aber momentan ist es reines Aufbau. Ja. Oh, schön. Ich habe jetzt 15, 20 Stunden gespielt oder so und es fühlte sich sehr, sehr gut an. Okay. Sieht sehr wuselig aus. Wenn man das erste Mal reinschaut, sieht es sehr wuselig aus. Ja, das stimmt. Wuselfaktor. Wuselfaktor? Ja, der Wuselfaktor. Ja. Sagt man das? Ja. In Siedler. Oh, okay. Den Wuselfaktor. Ja. Okay. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich habe Siedler nie gespielt. Ich auch nicht. Aber ich weiß, dass es den Wuselfaktor der Siedler geprägt hat. Ja. Ja. Also das war sehr, sehr gut. Und dann habe ich noch Apex gespielt. Naja, einer muss ja die Mainstream-Scheiße spielen. Ja. Apex habe ich gespielt. Es ist in der Tat, es ist sehr gut. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Naja, du bist ja momentan, nachdem du mit Streamen fertig bist, in deiner Freizeit. Auch noch am Spielen, ja. So um 22 Uhr lese ich noch irgendwo Sachen. Hat noch jemand Lust, mit mir Apex zu spielen? Ja, ich spiele so bis 3, 4 Uhr morgens dann. Es ist halt, bei mir kommt das gar nicht im Stream an, ne? Also machen wir uns alle nichts vor. Das ist so, ob ich das nur spiele oder in China fällt ein Sack Reis rum, guckt sich eh kein Mensch an. Aber abends dann so am Ende spiele ich, aber ich spiele es auch im Stream, aber dann immer am Ende. Aber es reicht nicht. Es ist irgendwie so, es stillt nicht, es befriedigt nicht. Also Apex habe ich sehr viel gespielt. Habt ihr Gurte dabei? Gurte? Anschnallgurte. Warum? Ich spiele auch Apex. Boah! Nein, ein Shooty-Shooty-Spiel? Was ist da los? Auf der PlayStation? Ja. Okay, jetzt bin ich gespannt, Markus. Gerade von dir, ich bin sehr gespannt, weil wir sind da ja auch beide sehr ähnlich. Also Shooty-Shooty nicht unbedingt, aber ich glaube, so was das angeht, ich bin ja auch nicht so ein großer Battle-Royale-Fan. Let's go. Lass mich wissen, wie du es machst. Ich muss sagen, ohne jetzt lange drumherum zu gehen, es macht Spaß. Also ich habe ja auch tatsächlich Fortnite damals angetestet, zumindest, dass ich mir eine Meinung halt bilden kann, weil über What's the Flame, weil ich halt nicht kenne, ist halt immer doof. Und es ist ein cooles Game. Also dafür, dass es halt aus dem Nichts kam, nichts kostet, es ist halt zugänglich, du kannst es halt wirklich alleine spielen, du kannst es halt mit Teammates spielen, du musst nicht mit den Leuten quatschen, weil gerade die Ping-Funktion, dass du halt pingen kannst, wo Gegner sind, wo du hingehen willst, wo Objekte sind zum Looten, ist halt eine super geile Funktion, dass das noch keiner vorher eingeführt hat, keine Ahnung warum, ist halt richtig geil. Und ja, ich spiele es eben auf der PlayStation, es ist flüssig, es läuft, klar, du hast ab und zu mal einen Server-Lag oder so. Und im Moment, wie gesagt, sitze ich danach im Stream auf, weil ich würde es halt nicht im Stream-Moment spielen. Und spielst dann halt eben mit Mates und auch schon gewonnen. Aim wird besser und macht Spaß. Also von daher kann ich nur sagen, EA viel geflamed, aber was sie damit gemacht haben, hat im Moment zumindest Hand und Fuß. Wenn sie das Ding halt weiter supporten und ausbauen, halt nochmal vielleicht neue Maps oder neue Heroes. Also wie gesagt, ist ja nicht jetzt im Moment umsonst, glaube ich, auf den ersten Platz auf Twitch bei den gemeistgeschauten Games und hat Fortnite einfach mal innerhalb von einer Nacht den Rang abgelaufen. EA hatte da aber auch keine Finger drin, ne? Nee. Das war ja komplett Respawn. Ja. Das merkt man aber auch. EA vorgestellt und weil es ist ja ein anderes Spiel von EA rausgekommen jetzt hier.
wie heißt das nochmal? Anthem. Anthem. Ach ja. Genau. Und da, was man davon so hört... Ach ja, läuft das? Was man davon so hört, soll das nicht so gut ankommen, hey, jawohl. Vom Chat, wer spielt denn das? Ich habe davon gar nichts gehört. Wer spielt Anthem? Wer spielt Anthem und bei wem läuft's? Genau, die Origin. Laufen die Server? Läuft's? Ja, laufen tut's. Aber was man so hört, so die Quests, die man so schon allein in der Main Quest bekommt, alles Fetch-Quests, hol mir 10 davon, kill 15 davon, so Sachen, die ich vor 2005 schon in WoW gemacht habe. Und da denkt man sich, ja, danke BioWare und RIP BioWare, weil wenn das das ganze Spiel ist, dann weiß ich nicht. Ja, also... Stopp mal, du willst mir jetzt gerade erzählen, die haben in einen Looter-Shooter-MMO 2005-Quest drin. Soweit ich bin ja hier gerade vollkommen abgeschnitten von der Welt, aber was man so auf Twitter liest, klingt das so danach, ja. Okay. Oh, ich lese gerade was sehr Witziges. Es ist noch nicht offiziell raus, es ist ja nur für Origin Premium Access, Leute. Ja? Die testen. Oh, also in der Woche bis zwei ändert sich da noch eine ganze Menge. Ja. Alles klar. Ja? Also dann. Immer schön vorsichtig sein, Leute, da kommt noch was. Da wird sie noch einiges tun. Einiges wird sie tun. Ja, schön. Nee, Anthem habe ich gesagt, fuck you EA, verpiss dich, kriegst kein Geld. Kaufe ich nicht. Kaufe ich auch nicht. Nee, sorry, bin ich raus. Habe ich überhaupt gar keine Lust zu. Was habe ich denn noch gespielt? Oh, jetzt bin ich... Siedler 4 habe ich noch gezockt. Oh. Das habe ich auch noch gespielt. Aber das habe ich auf der Messe hier gezockt. Ah. Was habe ich noch... Ich weiß, sonst habe ich vergessen, was ich gezockt habe, wenn ich ehrlich bin. Ich habe viel gequatscht, glaube ich, die letzte Zeit. Ja. Ich habe sehr viel geredet. Mir fällt jetzt echt nicht ein, was ich noch gezockt habe. Aber irgendwas habe ich noch beendet. Aber ich weiß nicht, was... War irgendwas was? Ist was rausgekommen? Nee. Komisch. Ja gut. Ist verflogen dann. Nun. Messe. Der Messe-Groove. Ich wollte eigentlich noch fragen, ob ihr die Nintendo Direct gesehen habt. Oh mein Gott, ich brauche eine Switch. Ja. Okay? Ich nehme alles zurück und so. Jetzt brauche ich eine. Für was? Ich brauche jetzt eine Switch. Für was? Geht dich nichts an. Zelda Remake. Ja, für Zelda. Ah, okay. Mann. Ja. Ey. Es ist das beste 2D-Zelda. Und die Leute so, das sieht so niedlich aus. Und ich sehe aber genau was, das ist genau das. Ich will dieses Zelda spielen. Ja. Und ich habe mich bis jetzt, ging alles gut. Und ich habe immer so ein bisschen neidisch geschaut. Das neue Mario hat mir sehr gut gefallen. Und das andere Zelda hat mir sehr gut gefallen. Aber das war so ein Milcheinschuss. Und ich habe mich gefühlt wie früh und klein. Und ich will das spielen. Ja, aber warum die Grafik... Hast du keine Switch? Was ist mit dir? Ja, Entschuldigung. Soll ich dir meine schicken? Warum? Benutzt du deine nicht meine mehr? Meine steht nur rum. Ich schicke sie dir danach zurück. Ja. Cool. Dann brauchst du dir keine kaufen. Bam, gespart. Also meine steht wirklich nur rum. Ja, vor allen Dingen, gut, was jetzt bei dir halt eben das Zelda war bei mir halt schon wieder Platinum Games. Die kündigen ja irgendwie überall neue Klamotten an. Einfach mal schon wieder neues Platinum Game. Ich sage, Wie heißt das nochmal? Hat das irgendjemand gerade auf dem Schirm? Astral Chain. Ja, genau. Das sah sehr, sehr gut aus. Um was geht's? Keine Ahnung. Was ist es? Action. Oh, Action. Von Leuten, die an Nier Automata mitgearbeitet haben. Mhm. Jetzt nicht der Yoko Taro, also dem die Geschichte quasi gehört, sondern halt wirklich nur von Platinum unter anderem. Und es sieht sehr episch aus. Aber der Trailer war sehr bunt und sehr, also es wird ein klassisches Platinum-Spiel wahrscheinlich. Cool. Ich mag die Platinum-Sachen sehr gerne. Manche mag ich nicht, aber die meisten... Was magst du nicht? Vanquish? Fällt mir jetzt gerade nicht ein, wie das hieß. Sag Transformers oder Turtles? Nee, Transformers war ganz okay. Turtles war echt kacke, ja, Turtles. Okay, Turtles war, Nee, Transformers kam sogar ganz gut an. Ja, ich finde halt eben, das habe ich auch schon gesagt, ich finde es halt merkwürdig, dass sie halt an so vielen Spielen arbeiten. Ja. Wie gesagt, Grand Blue Fantasy Relink, da wurden sie jetzt abgezogen, laut offizieller Pressemitteilung. Ja. Scalebound wurde hier eingestellt, aber gleichzeitig hatten sie jetzt noch Bayonetta 3. Dann das jetzt halt auch. Anscheinend ja Astral Chain. Und noch Babylon's Fall, was auch dieses Jahr noch kommen soll, wo man aber auch noch überhaupt nichts von gesehen hat. Ja, aber die haben, glaube ich, mehrere Teams, die an verschiedenen Sachen gleichzeitig arbeiten können. Also Bayonetta 3 soll wohl auch noch dieses Jahr erscheinen, was man so hört. Auf der Switch? Auf der Switch, ja, natürlich. Das ist Nintendo Exclusive. Ja. Und was halt auch noch von Nintendo angekündigt wurde, und das kam halt wirklich aus allen, wie sagt man, da sind alle raus aus allen... Ja, aus allen Wolken gefallen. Aus allen Wolken gefallen, genau. Mario Maker 2.
für die Switch. Du sagst jetzt Tetris Battle Royale. Ja, das war lustig. Ach so, das ist nicht Mario Maker, sondern das ist Mario Maker 2? Ja, es ist kein Mario Maker Remake oder so, sondern es ist tatsächlich ein neues Mario Maker, wo sie noch einiges mit reingebracht haben. Zum Beispiel gibt es jetzt diese Slopes, also die Rutschen, muss nicht mehr alles mit Treppen machen, das haben sich viele Leute gewünscht und super viele neue Baumaterialien. Werde ich selber nicht spielen, aber da gibt es einige Streamer, wo ich wieder zuschauen werde, die das auf den höchsten und schwierigsten Leveln durchspielen und ich bin jetzt schon in meinem Überleg Element. Überleg mal, wie viele Leute es schon auf der Wii U gespielt haben und was für ein Hype das auf der Wii U hatte. Und die Wii U hat niemand gehabt. So, ich habe eine Wii U. Und warum ich kenne vielleicht. Warum sagt zwei jeder, kein Mensch hatte die Wii U? Hatte nicht. Nein, die hatten alle Wii. Eine Wii, stimmt. Ja, und genau. Bei der Wii U wusste niemand, was das überhaupt ist, weil es Wii U hieß statt Wii 2. Und alle dachten, das ist nur eine bessere Version der Wii. Also, warum sollen sie sich kaufen? Und das ist komplett untergegangen. Ich habe eine Wii U. Ich auch. Ich auch. Ich habe keine Wii gehabt, aber ich habe mir die Wii U dann endlich geholt gehabt. Die war auch keine sehr, sehr gute Konsole, muss man sagen. Der Bildschirm war ein bisschen komisch. Ich und hab und vier trotzdem Spiele. Ist Mario Maker damals eingeschlagen wie eine Bombe. Bombe. Und jetzt überlegt mal, die Switch hat fast jeder mittlerweile. Und wie viele Leute ist das noch so? Mehr. Ist das so? Ist die Switch wirklich wesentlich so erfolgreicher als die Wii U? Ja, das vielleicht, aber nee. Die ist in manchen, also in den USA war sie letztes Jahr erfolgreicher als die PS4. Was? Ehrlich? Es ist die fucking Switch. Toll, und ich bin die Einzige, die noch keine hat. Schick dir meine. Ja. Bis. Mega. Bis ich sie vergessen habe. Ich muss irgendwann für Kodiak, bei dem ich mir mal die PlayStation in der 11. Klasse ausgeliehen habe, die ich immer noch besitze. Für die muss ich, glaube ich, irgendwann auch mal eine abgeben und vergessen aus Versehen. Warte mal, deine Switch, die du mir schickst. Von wem hast du die geliehen? Das ist in der Tat meine. Aber die PlayStation 2, die ich zu Hause habe, die gehört Kodiak. Schöne Grüße, Kodiak. Die habe ich seit der 11. Klasse, also so ein bisschen was an die 20 Jahre ungefähr, gefühlt. Ja, so war es bei mir mit einem Kumpel. Der hat sich die Wii geholt und war dann enttäuscht. Die hat er mir ausgeliehen. Ich habe sie heute immer noch. Das ist auch so mittlerweile über 10 Jahre her. Die Wii, ja, danke schön. Will er wahrscheinlich auch nicht wieder haben. Nee, wahrscheinlich nicht. Tetris 99 fand ich cool. War ein nice Meme. Nice Meme, ja? Nintendo. Fand ich gut. Muss ich auch spielen. Ja. Ist aber Switch, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, es ist kostenlos, ne? Wenn ja, man nicht alles ja, ist kostenlos. Ja. Muss ich mal ausprobieren, weil ich bin ja auch ein großer Tetris-Fan und ich glaube, beim Kacken mal so eine schnelle Runde BR geht immer, glaube ich. Ja. Oder? Auf der Switch gibt es auch Fortnite, ne? Also. Ja, kannst du behalten, danke. Ja. Ich habe es auch kurz installiert und dann wieder ausgemacht. Du, ich habe, ganz ehrlich, ich hab nichts dagegen, aber. Nee. Seit 2018, seit dort vorn stand gekackt wurde, bin ich gegen das Spiel. Was auch nur ein Meme sein soll. Also. Ich finde es nicht okay, dass ein Scheißhaufen in der Masse einfach toleriert wird. Gegen Kacken habe ich nichts, aber nicht in der Menge. So. Ja. Scheißen ist privat. Ja. RateMyPoo.com. Naja. Also ich könnte jetzt ja noch objektiv sagen, was mich bei dem Spiel halt stört, ist, dass es ja als Singleplayer-Spiel halt, oder was heißt Singleplayer-Spiel, aber zumindest als Spiel mit einer Kampagne rausgekommen ist, die aber gefloppt ist und sie dann einfach den BR-Mode halt noch dazu gepatcht haben, der dann zufällig funktioniert. Das heißt, das Spiel hat ja eigentlich ursprünglich mit dem Bilden, also Base Defense halt einen komplett anderen Charakter. Und aus der Not haben sie halt eben quasi was anderes gemacht, was dann funktioniert. Als wir uns darüber aufgeregt haben, wo Fortnite noch gar nicht so groß war und wir noch gesagt haben, du, das Spiel, da steht, das wird irgendwann kostenlos, ne? Aber jetzt sollst du dafür bezahlen. Und dann gibt es diesen Zombie-Modus und das ist Ewigkeiten her. Und dann kam es und es ist so groß geworden. Der Fortnite jetzt? Ja. Ja gut, der BR-Modus kam dann und der hat dann. Arbeiten die überhaupt noch an dem anderen Modus? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube weil nicht. Da müsste man mal Andi der fragen. Der arbeitet ja bei Epic. Ja. Jetzt. Der ist ja bei den Verrätern gelandet. was? Also ganz ehrlich, wo wir jetzt gerade wieder bei den BR-Sachen sind, Apex knallt dieses Jahr gut einen weg, ey. Ich warte nur, bis EA kommt. Ich warte nur auf den EA-Faktor bei dem Spiel. Aber lass uns doch mal über Messen reden. Ja, die Messe. Weil wir es reden jetzt schon. Wir reden jetzt Haufen schon wieder. Ein Haufen Leute da. Ey, scheiße, wir haben auch nicht so viel Zeit heute, ne? Ach so. Ja, wir haben jetzt schon. Oh, wow! Ja, ja, gut. Ausnahmsweise haben wir uns mal viel über Computerspiele unterhalten, in dem Schnack, wo wir nicht ganz so viel Zeit haben, weil wir sind ja doch zeitlich begrenzt. Das stimmt. Wie ist es denn für euch? Sali, wie sind denn die Toiletten dieses Jahr? Ich war noch nicht da. Du warst noch nicht auf Klo? Nein, ich bin Streamer. Ich habe Streamerblase. Ich bin trainiert.
Okay. Also ich werde gleich bestimmt noch mal kurz aufspringen und zur Toilette rennen. Und wie war? Du warst doch schon. Naja, voll sind die. Echt? Ja, ich habe das Gefühl, es gibt nur eine oder zwei Klos hier in der ganzen Halle. Also in der Ecke und ich glaube da hinten in der Ecke. Da hinten? Ja. Oh. Wobei, dann kann man ja fragen, was ist voller, Pissoir oder Kabine? Hui! Die machen gerade Laola hier vor uns. Hui! Ich war bis jetzt nur auf dem Pissoir. So, kacken gehe ich nicht aufs Messen. Das ist mir nicht geheuer. Gut, so genau wollte das ich ist mir nicht. Das ist mir nicht so geheuer. Weißt du? Ja gut, was hatten wir denn von dir für ein Meme letztes Jahr eigentlich? Slabby, bei dir kann ich mich gar nicht dran erinnern. Memes? Ja. Zu mir? Tja, zur DreamHack. Gibt's nicht. Nee, gibt's nicht, ne? Nee. Nee. Du bist ja auch so ein völlig weiß ich nicht. Unvermimter Mensch. Ja, eben. Ja. Ich verzieh kein Meme. Oh. Nee, du verziehst wirklich kein Meme, aber das ist ja auch kein Wunder. Ich meine, du spielst immer noch in der Little League, aber eigentlich bist du immer in der großen League dabei. Ja. So. Ja. Wie sieht es mit der Partnerschaft aus? Ich bin das Bälleparadies des Plankenschnacks. Quasi. Ja. Großartig. Bloß da kann man sich nicht so reinschmeißen. Nee. Es ist sehr überschaubar. Die DreamHack. Oh. Ey, Entschuldigung. Es ist ja gut von der Größe her. Ich sage immer, das ist hier so ein kleines Familientreffen. Absolut. Ja. Man hat Zeit, sich mit anderen zu unterhalten. Es ist nicht so laut, es ist nicht so voll. Heute der Samstag, ich weiß nicht, kommt es euch vor, ist es voller als letztes Jahr das Samstag? Nee, letztes Jahr Samstag war auch voll. Ja, sehr voll. Das Jahr davor war gar keiner da. Nee. Das war super ruhig. Es ist ein Haufen Leute da. Es gibt jetzt nicht so viel zu sehen. Nee. Das Layout haben sie komplett geändert. Ne? Also die haben jetzt hier diese ab 16 Area. Ja. Obwohl sie vorher noch gesagt haben, dass die DreamHack jetzt ab 12 ist, statt ab... Ist sie ja auch. Ja. Aber hier läuft der Counter-Strike. Ja, genau. Und deswegen mussten sie halt einen riesen Bereich halt erst ab 16 machen. Und alles, was mit Spielen zu tun hat, ist, glaube ich, hier. Und in der anderen Arena, also wenn du jetzt irgendwie noch unter 16 bist und hier reinkommst, hast du, glaube ich, den Samsung-Stand, da kannst du dir dich hinstellen und da zuhören. Ach, deshalb sind alle hier. Ja. Ja. Was, genau. Hier sind Leute? Hier sind alle. Ja? Ja. Ich bin nur da vorne. Ja, aber da vorne ist auch noch ab 16. Ja. Streamer-Area ist auch ab 16. Hier ist... ab 16. Ah ja. Ja. Hier ist also auch die ganze Halle, wollte ich schon sagen, ne? Ja. Nein, da vorne eben nicht. Vor Mediamarkt ist ab 12. Genau, wenn du durch den Mediamarkt läufst, dann bist du auf der 12er Seite oder durch die schwarze Wand. Ach, deswegen ist das dazu. Ja. Oh, gestern Abend war ich ja noch hier drin, als sie umgebaut haben und da war die Gardine nicht da. Ja. So, und dann, ich war gestern vorne bei Samsung, ich dachte mir so, was labert ihr denn da? Samsung, hä? Ja, dann habe ich ja doch schon alles gesehen. Ne? Ja. Oh, hattest du gedacht, du siehst noch mehr? Ja. Also das habe ich heute am meisten gehört, so, ja, man sieht halt nicht viel. Das sag ich seit 3 Jahren. Man sieht nicht viel. Man kommt hierher wirklich nur, um sich zu unterhalten und Zeit miteinander zu verbringen. Ja. Das ist, dafür ist es perfekt. Ja. Stimmt, was Akek sagt. Akek, bist du hier? Nee, Akek war gestern da. Hat mir nicht Hallo gesagt. Seine Frau ist eine super sympathische. Ja, habe ich auch nicht kennengelernt. War nett. Ja, du musst dir mal ein bisschen mehr Zeit nehmen für deine Fans. Ich stand den ganzen Tag hier rum. Ja, und vielleicht solltest du mal da hinten hingehen. Mit meinen Fans gesprochen. Dein Fans. Ja. Meinst du jetzt Lou oder was? Ich bin hier in der ja, genau. Für die nehme ich mir ganz besonders viel Zeit. Ich stand die ganze Zeit hier in einer NA-Arena. Also Streamer-Area bin ich halt nicht, weil da habe ich ja nichts mit zu tun. Nee, stimmt, du bist ja nicht live. Ja. Kann ich noch mal kurz auf das Altersthema zurückkommen? Ja, nein, ich wollte doch gerade was sagen. Okay, dann mach das. Nee, gleich, was Akek gesagt hat. So. Nein, ich wollte nur eine Story erzählen. Ja, dann erzähl die Story. Habt ihr von Icy gehört? Ja, dass sie rausgeschmissen wurden. Dass sie gestern von der Messe geschmissen worden sind. Warum? Weil Icy war mit Frau und Kind da. Ja. Und sie hat Baby vorne getragen. Und dann waren die schon hier unterwegs. Und dann sagt einer von der Security dann irgendwann und guckt so und sagt, das geht gar nicht. Ist ab 12. Wie alt ist das Kind? 12. Gerade geschlüpft. Maria. Ist ab 12. Und dann hat Icy gesagt, so, ja, dann ist das so. Und dann sind sie essen gegangen. Wahrscheinlich noch nicht mal 12 Monate. Nee, das ist sie noch nicht. Ja. Nee, aber wird aufgepasst. Ehrlich gesagt finde ich das gut. Nee, man kann es aber übertreiben. Ich meine, was soll so ein Kind denn. Also, das wird ja jetzt hier nicht ein Counter-Strike-Turnier sehen oder so und sich denken, ah, ich werde Amokläufer. Aber ich finde es gut.
Es wird halt durchgegriffen. Ich meine, ich wurde vorhin auch nach dem Band gefragt. Ja. Ja, alle werden nach dem Band gefragt. Ja, eben. So, also das ich mein, ist halt, das ich ist halt okay. Rechtssache und man muss sich absichern. Ja, genau, so, eben. Das ist und eine das reine ist Sicherheitssache. Es wird sehr teuer, wenn da irgendetwas ist. Eben drum. Dass das bei Säuglingen greift, habe ich aber jetzt nicht gewusst. Muss ich ganz ehrlich sein. Finde ich aber auch okay. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Da muss es doch irgendeine Sonderregelung geben, nein. oder? Nee, gibt's nicht. Also, nein. Nein. Das, Säuglinge müssen doch bei ihren Eltern sein. So, die ja, können, kannst draußen noch nicht. Ja, dann hast du draußen zu bleiben, richtig. Und ich finde das okay. Ja, das Einzige, was ich jetzt kritisieren würde, ich weiß nicht, welche Entscheidung richtig oder falsch ist, aber zumindest hätte dann schon eine Entscheidung am Eingang und Einlass stattfinden sollen, weil sie wird ja ihr Kind nicht irgendwo in der Tasche versteckt haben und das Kind dann in der Halle ausgepackt haben. Aber auf der Brust. Und ich kann dir sagen, wenn du auch mal auf der Messe bist, kannst du auch ganz schnell mal Sachen übersehen, weil du einfach tausende Menschen siehst. Und wenn ein einziger mal drauf geachtet hat, dann ist das halt einfach so. Weißt du? Ich meine, ganz ehrlich, wie oft überseht ihr mal Menschen oder vergesst auf einer Messe was? Ich habe gestern jemandem ins Gesicht geschaut, habe mich gleichzeitig da unterhalten und habe nicht registriert, wem ich ins Gesicht schaue. Habe mich dann weiter unterhalten und dann nochmal dahin geguckt. Oh mein Gott, kenne ich seit Jahren. Stefan oder was? Nein. Stefan war da. Nein, Katzenfällchen. Ich gucke sie an und rede weiter und bis ich registriert habe, wen ich eigentlich gerade angeschaut habe. Aber das passiert halt, wenn du so viele siehst und hallo und dich unterhältst, dann kann das passieren. Ja, ja, ja. Ich laufe auch ständig an Leuten vorbei. Und dann fühle ich mich als Arsch, weil dann realisiere ich so 2 Minuten später, dass ich jemanden im Blick, im Augenwinkel gesehen habe oder kurz angeguckt habe und nicht drauf geachtet habe. Und dann denke ich, oh fuck, jetzt bin ich voll arrogant an dem vorbeigelaufen und habe ihm nicht hallo gesagt. Und ich habe ihn zum ersten Mal gesehen oder sowas. Das realisiere ich dann nicht. Und erst später. Ich habe das immer, wenn ich in Gruppen stehe und immer nur dem einen, der mich angesprochen hat, hallo sage und alle anderen vergesse. Ja, ja, genau. Ich hatte heute gerade ein Gespräch mit einer Vierergruppe und ich habe mich mit dem einen unterhalten und 5 Minuten wirklich im Gespräch habe ich gesagt, warte mal ganz kurz, mach mal Pause und dann habe ich allen Hallo gesagt und dann gucken die sich immer total perplex an, so ich will gar nichts von dir. Ja, also ich sage automatisch Hallo. Nee, ganz ehrlich, bei mir geht das mittlerweile einfach schon unter, weil das so viel ist. Also ich meine, du kannst ja nicht mal pinkeln gehen, ohne dass einer ein Bild machen muss so, oder ein Bild machen möchte. Was absolut nicht schlimm ist. Nee. Außer dabei. Hatte ich auch schon. Dabei würde ein Foto machen. Nee, ich hatte heute neben mir einer, na, Dizzy, geht's dir gut? Und ich denke mir so, okay, cool. Okay, nee. Und dann habe ich ihm aber auch geantwortet und habe mit ihm währenddessen nicht gepinkelt, habe geschnackt, weil die Leute hauen das halt. Aber gesagt, läuft oder was? Ja, genau, das habe ich gesagt. Ja, alles gut, du, Magal, läuft, ist gut. Wie geht's dir? Wie ist die Messe so? Und dann haben wir Smalltalk gemacht und dann... Denn neben uns hat schon so, ich hab da halt keinen Schmerz so. Ich meine, wenn er auf mein Pyjama gucken will, soll er gucken so. Nee, beim Pinkeln will ich meine Ruhe haben. Echt? Ja. Nee, ist mir egal. Das ist nur beim Kacken so. Aber selbst beim Kacken will ich mich mit einem da will ich auch meine Ruhe haben. Darauf warte ich eigentlich noch, dass du dich hinsetzt, schön dann reinbrezelst und neben dir einer, na, Dizzy, geht gut heute oder was? Ja, Digga, läuft, Junge. Und dann schön gemeinsam, das würde ich noch feiern. So, das wäre für mich so ein Moment. Ja. Was ist denn für euch so ein Moment, der euch nicht aus den Augen geht, der euch jetzt bis jetzt widerfahren ist, hier auf der Messe? Als ich Sally zum ersten Mal sah. Heute hier? Auf der Messe? Dieses Wochenende? Jeden Tag. Okay. Jeden Tag. Okay. Ein Highlight. Ja. Was soll denn das? Jetzt hast du was Richtiges einfallen, ich nur weil er nichts einfällt. Mann, er ist der Leech King. Ja, so, damit du nachher wieder nette Worte über ihn sagst. Ja. Woran ich die ganze Zeit denken muss, ist mein Meme von gestern. Stefan war nicht da. Stefan hat seine Eltern. Du hättest sagen müssen, dass du mich siehst, damit ich dir dann... Oh Gott. Ah, ja. Ja, das war wirklich witzig. Habe ich gefeiert heute Morgen. Habe ich gesehen. Stefan war nicht da. Er hat seine Eltern besucht in Potsdam, was ja von hier aus, glaube ich, 150 Kilometer sind. Und ich werde prinzipiell, wenn Stefan nicht dabei ist, die Leute kommen, die sagen nicht Hallo, die stellen sich nicht vor. Der erste Satz ist, wo ist Stefan? Oh. Wo ist denn Stefan? Und ich denke mir so, ja, Stefan ist nicht da. Ach so, okay. Oh, hallo Sally. Ja, okay. No? Stefan ist halt der King und damit kann ich umgehen. Und irgendwann, weil es sehr lange gedauert hat, Stefan stand da noch im Stau und kam erst um 20 Uhr abends hier an, für die letzten 10 Minuten, wo wir dann eigentlich schon wieder gegangen sind, habe ich angefangen, die Leute zu sagen so, hallo Stefan, hallo Stefan. Ich habe hab vorher gefragt, ob ich das machen darf und dann waren auf einmal alle Stefan. Da muss ich jetzt die ganze Zeit dran denken, weil ich das wirklich witzig fand. Das war witzig. Ja. Und so. Für dich?
Mein Schütze-Moment habe ich mir extra sogar mitgebracht. Es ist weniger was Witziges, aber doch eher für Insider ist es witzig. Und zwar, ich zeige euch das mal kurz. Ich habe ein Bild geschenkt gekriegt von Peppi. Peppi ist sein Name. Okay. Also das ist der junge Mann, den kennt ihr den ja. Den kenne ich. Ja, aber zeigt ihn nicht im Stream. Ja, ja. Wen? Ja, den anderen. Warum? Ist doch scheißegal. Ist doch bloß ein Bild, ey. Ja, und? Ron, schöne Grüße, hab dich lieb. also ich habe, Peppi hat mir ein Bild geschickt. Geschenkt heute, eingerahmt. Und ich glaube, der Witz an der Sache ist, dass ich mit Peppi letztes Jahr auf der Gamescom kein Bild machen musste oder konnte und wir das nicht geschafft haben. Mhm. Und Peppi hat vor, also als kurze Vorgeschichte, Peppi hat einen Autounfall gehabt vor ich glaube, einem Jahr oder anderthalb und er kann nicht mehr gehen. Er ist halt an den Rollstuhl gebunden und er hat sich halt bei uns beiden bedankt dafür, dass wir ihm so ein bisschen Kraft gegeben haben und da ist halt dieses witzige Meme entstanden, dass er von mir kein Bild hat. Und wir schreiben halt auch ab und zu mal miteinander und ich habe ihm ein bisschen geholfen, seinen Computer zu bauen und er will halt immer unbedingt ein Bild haben. Und ich habe halt jetzt heute schon wieder kein Bild mit ihm gemacht. So. Aber dafür hast du ein Bild von ihm bekommen. Ich habe von ihm, genau deswegen habe ich ein Bild von ihm bekommen, weil er mir, glaube ich, so ein bisschen unter die Nase reiben möchte. Ey, wir haben kein Bild miteinander gemacht. Und wir haben heute auch wieder keins gemacht. So. Und ich habe vorhin extra, deswegen, als du geguckt hattest, das Videonachricht abgeschickt an ihn, dass ich nachher noch komme, so, weil ich ein Bild machen muss. Wow. Das war der schönste Moment. Ja. Das ist Trauma. Das war der schönste Moment, diese Messe. Ja. Das ist wirklich schön. Ja. Ihr habt so schöne Momente. Hast du keinen? Aber warte mal kurz. Markus, bist du noch da oder schläfst du schon? Ja, ich schlaf schon. Ja, gute Nacht. Nee, erzähl mal, was war dein schönster Moment auf der Messe? Ja. Ich streue noch Salz in die Wunde. Also so generell kann ich halt antworten. Ja, generell. Ja, deswegen sage ich ja generell. Ja, ja. Es geht halt in die Richtung, die du halt sagst. Also ich, jetzt nicht wirklich ein spezieller Moment, aber eben auch Interaktion halt eben mit den Leuten, dass du halt eben mehr von denen halt eben hörst, die Storys halt hörst, was sie halt eben bewegt, deinen Stream halt eben einzuschalten, warum sie das halt machen, was du denen halt gibst, was du halt im ersten Moment gar nicht halt realisierst, was du schon gesagt hast, Kraft in irgendwelchen Situationen oder eben moralische Unterstützung oder so. Das finde ich halt, das ist irgendwie immer wieder bewegend, dass man halt eben, wenn man sich das gar nicht so bewusst macht irgendwie oder bewusst ist, dass man eben Leute damit halt eben erreichen kann. Das finde ich halt immer wieder sehr schön halt zu hören. Und ja, das ist, was Sali gesagt hat, das funktioniert auf der Dreamhack eben tatsächlich besser als auf der Gamescom, weil es halt einfach noch nicht so, nennt es mal Mainstream, überfüllt ist. Er ist halt relativ klein und überschaubar. Der Chat hat auch gesagt, ein Tag würde prinzipiell reichen. Ich glaube, aus Zuschauersicht schon, wenn er da halt eben die Leute, die du treffen willst, halt eben quasi angequatscht hast, deine Fotos gemacht hast oder so. Sicherlich als Zuschauer ja, aber eben als Streamer die ganzen Tage mitzunehmen, weil du halt eben mit viel mehr Leuten halt eben dann auch sprechen kannst und die Abende dann halt eben noch hast, die du ausklingen lassen kannst halt eben mit anderen Leuten. Und das ist für mich halt eben einfach, ja, eben das Menschen, das Socializen, was eben die Menschen mittlerweile für mich halt eben zum Highlight halt eben macht. Und deswegen schade, dass ich halt eben nicht selbst da sein kann. Ja. Aber da gibt's doch, da haben wir doch was, wo wir vielleicht demnächst alle zusammen sind. Ach ja, man kann ja Tickets kaufen endlich. Aber Slabby, hast du ein Schild? Also hast du noch wirklich... Nein, das, hat er nicht. Das war dein Moment, ja? Ja. Echt? Immer. Wirklich? Immer. Also ich nicht mein, nur bald, Slabby, tatsächlich für Community ist schon der Samstag ausverkauft. Ja, ja, genau. Habe ich gestern auch gesehen. Ich habe gestern auch meine Karten... wir reden von der TwitchCon. Von der TwitchCon gekauft. Ja. Und als ich gesehen habe, dass die Community-Karten für Samstag schon ausverkauft sind, also für beide Tage geht noch und für den Sonntag gibt es auch noch Karten, aber eben der Samstag ist schon weg. Da habe ich gesehen, okay, ist doch beliebt. Also der Instagram-Post da war wohl kein Marketing-Trick, sondern die meinen das tatsächlich ernst. Die haben gepostet, dass wenn ihr eine Karte haben wollt, holt schnell, weil sonst die gehen schnell durch. Und haben sie wohl recht gehabt. Also Community-Karten für einen Tag sind schon weg. Abgefahren. Ja, Wahnsinn. Hätte ich jetzt nicht mitgedacht. Ja, das gut, das ist halt TwitchCon, wenn man, ne, jetzt auch so auf Twitter Leuten folgt, auch nicht nur viele deutsche Partner und Affiliates, sondern auch aus dem umländigen Ausland und sogar aus dem amerikanischen Ausland. Genau. Wenn halt da tatsächlich große amerikanische Streamer kommen. Uiuiui. Ja, gut, wir müssen jetzt aber auch mal ganz kurz auf dem Teppich bleiben. Die Amis werden eingeflogen. So. Ja, viele, also die großen auf jeden Bleiben Fall. Wir mal kurz auf dem Teppich. Ja, ja. Die werden alle eingeflogen. Und natürlich wollen die hierher.
weil das natürlich Content ist. So. Wenn, ich würde auch gerne jedes Jahr auf die TwitchCon fliegen, so. Hätte ich auch Bock in Amerika und mir das mal reinziehen. Ja. Ich habe übrigens noch keine Tickets für die TwitchCon. Ja, solltest du mal holen. Ich bin da eiskalt so. Ich brauche eine Pipi-Pause. Leben am Limit? Du brauchst ein Leben am Limit, ja, dann geh ja. doch. Ja, mach ich. Ja, dann bist du gleich. Ich bin gleich wieder da. Ja. Bis gleich. Ich hoffe, die Schlange ist nicht lang. Oh nee. Gott. Du hast ja eh eine kleine Schlange. Genauso wie eine kleine Blase. Ist Wahnsinn, der war vorhin gerade Pipi, oder? Ist wirklich abgefahren. Das ist der Grund, warum, weißt du, das mit dem Stream nicht so. Was, das klappt bei ihm das sowieso ja. nicht. Ja, deswegen ist er nicht online. Also ich bin der Beweis, dass es mit Blase wie ein Mädchen funktioniert. Wieso, pinkelst du auch so auf? Ja klar. Das ist bei mir der Blasenfaktor. Je spannender das Spiel ist, desto häufiger renne ich auf Klo. Also quasi, wenn ich halt ein spannendes Spiel spiele, einmal die Stunde, let's go. Tatsache? Ja. Wahnsinn. Darf ich kurz erwähnen, dass ich eben gerade das allererste Mal seit Donnerstag auf Toilette war und ich habe sehr viel getrunken. Seit Donnerstag? Seit Donnerstag. Okay, nee, einmal am Tag muss ich pinkeln. Nee. Doch, das muss ich. Einmal am Tag schon. Das Ding ist halt, auf Messen, ich weiß nicht, ob bei ihr auch so einen Groove habt, aber dass man das jedes Mal... Wow. Flirtest du mit mir? Okay, sie flirtet mit mir. Ja, ich merke das. Das ist dieses... Oh, yeah, babe. Oh. Okay. Später. wir machen eine Pause, wollte ich sagen. Nee. Oh, jetzt bin ich wirklich durcheinander. Jetzt, das hat mich erwischt. Das hat mich gerade wirklich erwischt. Das passiert nicht häufig. Aber wenn eine Dame im Rock steht, dann kann man schon mal ein bisschen wuschig werden. Ganz kurz kann man die Fassung verlieren. Was wollte ich jetzt sagen? Toilette, ja. Ja. Das Ding ist halt, dass du auf Messen, ich weiß nicht, ob ich das... Nicht. Nee, aber man nimmt sich das immer vor und dann steht man draußen in der Menge und unterhält sich und sagt, ich muss pissen wie ein Elch. Mhm. Und du stehst da, gehst du den Treffen und dann irgendwie 3 Stunden später, warte mal. Ich musste eigentlich pissen wie ein Elch. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ja. Ja, so geht mir das ständig. Absolut. Ja. Also ich komme hier an, ich habe das wahrscheinlich genauso verstanden wie ich. Entschuldigung, wenn ich nochmal einhake. Hast du jetzt gerade gesagt, dass du wirklich über 48 Stunden nicht pinkeln warst? Ja. Das ist schon arg. Okay. Also da stimme ich dem Chat dann aber zu. Das ist aber das nicht schon arg. Wie gesagt, ich war vorhin gerade das erste Mal. Das ist arg. Ich trinke aber auch super wenig die Messe jetzt. Das ist auch nicht gut. Nee, ich weiß, aber ich habe auch keine Kopfschmerzen. Dann ist okay. Trotzdem solltest du. Das Problem ist ja, das ist ja auch so eine super Anekdote. Wir waren in, wir haben ja, ich sitze ja in der Streaming Area, in der Streamer-Formel das immer. Und dann steht ein Kühlschrank mit Getränke. Natürlich ist ja auch einer der Hauptsponsoren Fritz Cola. Ja. Und das andere mit dem großen M. Wow, Monster. Ah. Und wir haben einen riesigen Kühlschrank dort und da ist nur Monster drin. Und dann gehst du da morgens rein und dann denkst du so, cool, jetzt vom Stream jetzt mal eine Pulle Wasser holen. Und dann siehst du, da steht nur diese Plörre drin. Ne? So. Ich bin ja richtig anti das Zeug. Ne? Anti-Monster ja, oder ich bin, anti generell so diese ganze... Ich versuche es nicht zu konsumieren. Ich habe mir heute einen rausgenommen, nachdem ich mich nur beschwert habe und wir Wasser haben. Dankeschön, Dreamhack, hab euch lieb. Ja. Hab euch selig. Und dann habe ich mir heute so ein Ding reingezogen. Ne? Also gefühlt, vorhin als ich pinkel gegangen bin, kam wirklich nur Würfelzucker raus. Ich darf das nicht mehr trinken. Das wollte ich nämlich gerade auch euch beide fragen. Wie ist denn das bei euch? Trinkt ihr super viel Wasser dann oder... Seid ihr mehr dann auch die andere Fraktion, die Energy? Also ich habe früher Red Bull oder sowas, habe ich in Kästen habe ich das nach Hause getragen und habe mindestens am Tag 2-3 getrunken, weil die bei mir aber auch nicht angeschlagen haben wegen Wach, sondern wegen Geschmack. Ja. Aber ich darf nicht mehr, so mit dem Herzfehler, ich sollte keine solchen Sachen konsumieren, also bin ich eher umgestiegen auf Mate-Tee oder mit grüner Tee-Extrakte, sowas ist dann in... deshalb lasse ich es komplett aus. Also ich trinke eigentlich nur Wasser. Mhm. Wir haben hier die Möglichkeit, stilles Wasser und normales Wasser zu haben. Dankeschön. Das ist wirklich großartig. Weil ich das Zuckerzeug nicht so vertrage. Das ist mir zu süß. Das pappt mir den Mund. Und ich finde das anstrengend, den ganzen Tag auf der Messe zu sein und dann nur den Zucker zu trinken. Deshalb Wasser. Mhm. Bei dir, Sled? Zu Hause? Ich trinke eigentlich nur Cola. Also tatsächlich... Ach ja, was frage ich überhaupt? Weiß ich nicht, also davon ziehe ich mir halt, was weiß ich, 3 bis 4 Liter am Tag halt Minimum rein. Klar, wenn ich unterwegs bin und nichts anderes gibt, trinke ich auch Energy, aber es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie Energy-Dosen irgendwie zu Hause gebunkert habe, ist nicht, dass ich nichts mag, aber brauche ich halt nicht. Ich merke davon keinen Effekt oder so. Von daher, geht, muss aber nicht sein. Ja, jetzt wird der Chat gleich auch wieder sagen, ist ungesund. Nach, leck mich doch im Arsch, was Chat sagt so. Sauf doch, was du willst, Mann. Und wenn du dir musst 8 selber Liter, wissen. Eben, bist du alt genug.
Da müssen jetzt nicht wieder die ganzen Elite-Ernährungsfuzzis kommen hier und Ruhe im Karton. Jetzt mal eine ganz, ganz wichtige Frage. Und auch an dich, Sled. Wie ist das bei euch mit Essen? Geht ihr auch nur abends essen? Ja. Okay. Ich esse morgens. Ich habe heute Morgen ein Brötchen gegessen und Rührei. Ja. Und ich habe gestern, ja, im Hotel. Ja. Und gestern auch ein Brötchen, Rührei und ein Würstchen oder so. Und dann bin ich hier auf der Messe. Und ich weiß nicht, ich schaffe es komplett bis gestern Abend 20 Uhr nicht eine Sache zu mir zu nehmen. Also ich esse dann nichts und gehe dafür am Abend einmal schön essen. Ja, also ich mache letztendlich genau dasselbe. Ich esse einmal am Tag warm, das ist abends. Meist halt eben vorm Stream. Damit ich dann halt eben satt bin und den restlichen Tag, ja, was weiß ich, vielleicht mal ein Schokoriegel oder eine Waffel oder irgendwie sowas, aber jetzt keine richtige Mahlzeit, dass man halt zweimal essen geht, zweimal McDonald's oder Burger King oder Insert Random Franchise hier. Nö, also wer hat eine Mahlzeit am Tag? Ja, aber zwischendurch isst du ja mal was. Also ich esse hier wirklich gar nichts. Hier nicht? Nö. Eine Banane vielleicht. Noch nicht mal das? So. Ich hatte heute einen Knollersriegel. Weil Daisy mir eingebracht hat. Oh, mir wurde auch einer angeboten. Ja. Ich habe gesagt, nein, danke. Also ich hatte heute Morgen auch Frühstück. Gestern hatte ich zwei Bratwurst und einen kleinen Löffel Rührei. So. Ich kann das aber auch nicht, weil man hier so irgendwie... Ich habe auch nicht so den Hunger. Nee. Ich weiß nicht, ich bin beschäftigt die ganze Zeit. Ja. Das Einzige, woran ich vielleicht mal denke, ist Durst. Hm. Aber Hungergefühl und was für mich selten normalerweise esse ich schon so alle paar Stunden mal wenigstens eine Kleinigkeit. Aber auf Messen... Nee, wenn du unterwegs bist, im Allgemeinen nicht. Morgens. Wenn du die ganze Zeit auf dem Bein bist, dann denkst du auch nicht an Essen. Das hatte ich schon passiert immer. Mir nur beim Messen. Ich habe zum Beispiel auch bei Veranstaltungen gearbeitet. So 13-Stunden-Schichten irgendwie Merchandise verkauft mit Zelt aufbauen, verkaufen, abbauen, alles drum und dran. Und du vergisst einfach das Essen, weil du die ganze Zeit auf dem Bein bist und die ganze Zeit was zu tun hast. Das hast du halt hier auch. So, klar, wenn ich jetzt in eine Stadt gehe und irgendwie schön shoppen gehe, ja, dann denke ich auch schon ans Essen. Aber beim Arbeiten hast du ein anderes Mindset. Nee. Wenn ich zu Hause sitze und irgendwie am PC arbeite oder halt da irgendwie streame oder so, dann definitiv essen. Essen, 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 weil du sitzt. Aber komischerweise, wenn du dich bewegst, denkst du nicht so viel daran. Wobei, es kommt bei mir noch drauf an, wie intensiv das Spiel ist. Wenn das Spiel halt wirklich fesselt ist, kann es halt eben sein, dass du dich dann auch erwischt, irgendwie nach 5, 8, 10 Stunden, dass du nicht gegessen hast. Ja. Aber wenn dir dann bewusst wird, dass du Hunger hast, fällst du halt in so ein riesiges Unterzuckerungsloch und denkst, ich muss jetzt irgendwie ein halbes Schwein essen. Und das hast du hier nämlich auf der Dreamhack auch so. 18, 19 Uhr, wenn dann der Hunger kommt, dann kommt er aber richtig. Und das Problem hier ist, du setzt dich dann mit so 8 Leuten vielleicht zusammen. Und ihr versucht dann rauszufinden, wo ihr jetzt essen geht. Und je nachdem, wie die Gruppendynamik dann ist, kann das auch sehr schnell ausarten und direkt zu einem Lagerkoller geben, obwohl du die Leute gerade erst kennengelernt hast. Scheißegal. Hatte ich gestern den Fall. So, wo dann die Stimmung sehr, sehr schnell zu kippen drohte und ich noch versucht habe, es ein bisschen zu retten, weil wir uns nicht einig werden konnten. Also, Wohin? Ehrlich? Also nicht einig werden konnten, wohin, sondern wir hatten angerufen, wo wir hin wollten. Dann hatten die uns aber gesagt, nee, ist ein bisschen schlecht jetzt reservieren. Und dann sind wir aber trotzdem hingefahren und haben zum Glück einen Tisch bekommen. Aber, da sage ich dann immer ganz klar, ja, dann fick dich, dann geh alleine essen. Wenn ich was essen will, dann gehe ich das essen. Ja, gut. Fertig. Ich frag, wer kommt mit? Ich esse sowieso immer Einheitspreis. So. Burger, jo, los, ja, Feuer, tschüss. Leipzig ist aber irgendwie Burger-Hauptstadt, ne? Ja, gestern waren wir Fleisch essen. Ja, wir waren gestern, aber bei uns ist, also das finde ich jetzt auch dieses Jahr übel schwer geworden, alles unter einen Hut zu kriegen. Ja. So. Wir waren noch nie auf einer Messe essen. Waren noch nie auf einer Messe essen. Noch nie? Nein, noch nie. Du auch? Wir auch nicht. Nein, wir waren nicht. Wir waren noch nie essen. Ach komm, warte, Simon, das ist doch damals vor 3 Jahren. Nein. Hier Dream. Nein. Doch. Doch, da warst du dabei. Da war Brownie dabei. Du bist zum Ende dazugekommen. Du bist noch da. Wir haben einen halben Burger. Wir waren noch nie gemeinsam essen. So, nein, waren wir. Garantiert. Noch nie. Garantiert. Nein, das zählt nicht. Wir waren noch nie essen. Richtig. So. Also so ganz normal, ohne diesen ganzen Schnickschnack. Nein, wir waren noch nie normal essen. Warum nicht? Kann ich dir nicht erklären. Ja, kann ich dir sagen, weil wir keine Zeit haben. Was lustig ist, dass Sally und ich tatsächlich sehr oft im gleichen Lokal waren, unabgesprochen, zufällig, aber nie zusammen. Also das heißt, ja. Letztes Jahr war das Hans im Glück, ne? Ja. Ja, Hans im Glück. Davor hat man uns nochmal irgendwo auch getroffen. Ist halt immer lustig.
Ich habe gestern zufällig Icy. Wir sind Steak essen gegangen, genau da oben. Und ja. Icy und Baby Icy und Frau Icy. So, oh, hi. Baby Icy. Baby Icy, ja. Bei uns sind, bei uns waren auch welche, die haben die ganze Zeit geguckt, aber wegen der Brille, glaube ich. Aber ich hasse sowas, ne? Also das ist eine Sache, da wäre ich jetzt als nächstes offen. Ich hasse das, wenn Leute dich angaffen. Also wirklich richtig angaffen. Aufgrund der Tatsache, dass ich früher als Türsteher gearbeitet habe, habe ich immer alles im Blick. Also wirklich alles, was um mich herum passiert. Und ich hasse das, wenn Menschen dich permanent angaffen. Und ich bin dann so ein Mensch, ich setze mich dann hin und gucke aber auch richtig schön zurück. So. Und die gucken dann immer weg. Nö, mach ich nicht. Nee, das mach ich nicht. So. Ich gucke dann einfach rüber. Ja? Und dann immer die ganze Zeit. Bis sie dann so beschämt weggucken. Wenn sie wieder anfangen, gucke ich wieder rüber. Die ganze Zeit. Und dann gucke ich nur so drauf. Na? Bis es denn mal anfängt. Und bei mir ist es, glaube ich, aktuell die Brille. Ist ja auch ein ganz schwieriges Thema. Ich könnte Leute killen dafür. Weißt du, dass mir ja, gut, dann, das... Weißt dann, du, dann, dass dann erstmal die so Frage stellen, was nee. Dir wahrscheinlich nicht mir, nein, nicht mir, aber wahrscheinlich im ganzen Chat auf den Finger brennt. Warum drehst du sie denn? Weil man weil er sehen muss. Was soll denn das? Was ist das für eine Frage? Seine alte ist kaputt und er hat nur seine neue noch nicht bekommen. Du bist aber auch eine der wenigen Menschen, ohne Scheiß. Ich sehe dich nicht. Also ich sehe nur dich. Also die Brille sehe ich überhaupt nicht. Ohne Scheiß. Du bist fast mit einer der wenigen Menschen, die das nicht macht. Am Donnerstag sind wir noch in der Kneipe gewesen. Und dann bin ich einmal rausgegangen und da standen 10 Leute, 9 von 10 Leuten haben gelacht, als sie mich angeguckt haben. Oh. Ich hätte da voll reinknüppeln können. Aber darum geht's ja gar nicht. Habt ihr das auch sehr häufig, dass euch Menschen irgendwie ständig anstarren und einfach nicht ansprechen wollen? Sie schauen. Ich habe das heute gehabt und ich wurde angeschaut und dann gucke ich hin und dann wurde weggeschaut. Dann weiß ich nicht, und das ist dann so ein bisschen ein blöder Moment, ist dieser Mensch jetzt da, weil er mich ansprechen möchte, weil er Zeit mit mir verbringen möchte? Oder existiert dieser Mensch gerade nur in diesem, da, wo er halt jetzt gerade steht? Ja, ja. Weil normalerweise irgendwann gucke ich dann, mache Blickkontakt und dann versuche ich anzufangen zu reden, um den Leuten so ein bisschen die Scheu zu nehmen. Aber mir ist es dann auch schon passiert, dass ich jemanden so angucke so, und dann guckt er mich an und sage ich, hi! Und bin so ganz freudig, so nach dem Motto, hi, ich bin Salista Belladonna, schön, dass du mich sehen willst. Ja. Und er dann so, nee. Hallo? Wer bist du? Ja, so wirklich so. Ja, wer genau. Bist du? Wer bist du, und ich ey? So, oh, entschuldige. Ne? Was machst du jetzt hier für ein Hampelmann? Du bist hier nicht wichtig. Hau mal ab jetzt hier. Ja. Ich will das mal gucken. Es passiert halt. Ne? Aber das ist mir so lieber. Ich gehe auf die Leute zu. Es gibt sehr viele, die unglaublich nervös sind. Habe ich immer noch. Die sind unglaublich nervös. Die sind schüchtern. Die trauen sich nicht, das erste Mal anzusprechen. Und ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Ich habe damit gar kein Problem. Ich gucke. Und dann mache ich mich halt von 30 mache ich mich zweimal zum Horst, weil der eigentlich nur da war zum Existieren und gar nicht zu mir wollte. Und das ist okay. Aber weißt es du, was, passiert. Weißt du, was eine gute Strategie ist? Hm? Frag ihn einfach, ob du mit ihm ein Bild machen darfst. Mach ich auch mal. Ey, darf ich mit dem ein Bild machen? Ja. Wenn er wirklich nicht zu mir gehört, dann sage ich mir, ey, Entschuldigung, ich habe das gerade verdreht, ich wollte mit dir ein Bild machen. Und dann mache ich mit dem ein Bild. Ist wirklich so. So kommt man auch gut aus der Geschichte raus. Eben. Aber Lisi, ich kann dir die Frage, glaube ich, nochmal zu der Brille beantworten. Warum? Ich weiß nicht, ob die Brille das ist. Ich habe extra abgelenkt von dem Thema. Können wir es lassen? Ja, aber kommt der Harry Potter-Vergleich. Bitte? Und von daher darfst du dich ja nicht wundern, wenn die Leute dich dementsprechend damit in Verbindung bringen. Was hast du? Ich habe den letzten Satz nicht verstanden. Dass du die Brille gemimt hast. Also sie ist halt sehr ähnlich zu deiner Harry Potter-Brille. Die ist voll... Das ist dieselbe, aber es ist egal. Ja, okay, das sehe ich nicht. Aber gut, das hast du halt selbst quasi gemimt. Dann musst du dich nicht wundern. Du hattest das als Alert drin, so Espresso-Packung. Das ist aber auch ein kleiner Unterschied. Aber es ist egal, ist egal. Ich habe mich damit abgefunden. Wie gesagt, ist okay. Du hast ja recht. Da kommt ja auch noch eine neue Werbung mit der Brille und so. Jetzt übertreiben wir es halt richtig dann. Ja. Komplett. Ich hab dich 2 Tage damit aufgezogen, dann war auch gut. So. Ja, ich muss ja jetzt nicht den gleichen Witz ein Jahr lang bringen. So. Doch, kannst du gerne machen. Ich hatte einen Tag, bin ich ganz kurz weggebrochen, in die Knie. Und jetzt, weißt du, für mich ist das jetzt der absolute Bonus. Weil jetzt habe ich rausgefunden, ich kann voll misanthrop sein. Volles Fund. Weil Leute denken immer, dass das witzig ist mit der Brille, aber ich kann jedem jetzt sagen, ja fick dich, du bist ein Arschloch. Und ich muss mich nicht mal verstecken. Und die Leute denken immer, oh, das macht er jetzt nur aus Witz. Nee, du bist wirklich scheiße. Und das kann ich jetzt schön volles Pfund rauslassen. Ja gut, aber wer bringt denn ein Jahr lang den gleichen Witz?
Also mal ganz im Ernst, ja eben. Darauf war hinaus. Ja, ich weiß, ja, hallo. Ich meine, bitte, wenn die Witze nicht, die Witze sind ja auch dann immer noch gut, nicht? Alles schön. Manche nutzen sich nicht ab, ja? Was war der schönste Selfie, den ihr gemacht habt? Das wollte ich sagen, das ist mir nämlich aufgefallen. Dieses Jahr mache ich gar keine Selfies. Das hat, nicht? Also im Vergleich zu vor 2 Jahren hat das extrem stetig abgenommen. Das, ja, entweder mal, wieso? Ich bin fett geworden. Nee, du solltest mal Stream-Idioten. Ja. Aber ist okay. Nein. A, die Leute kommen gar nicht mehr auf mich zu, wahrscheinlich, weil alle, die mich kennen, schon Fotos von mir haben und keine neuen mehr dazugekommen sind. Oder weil ich halt nicht auf die Leute zukomme und keine Selfies mache. Also es ist so ein Hin und Her. Also, ist euch das nicht aufgefallen, oder ich was? Ich habe jemanden, seit 3 Jahren treffe ich ihn hier, ich habe ihn gerade kurz gesehen, und wir machen seit 3 Jahren immer ein Bild. So, ne? Und wenn der kein Bild will, dann frage ich, heute habe ich ihn gefragt, sag ich, können wir noch ein Bild machen, weil ich das eine schöne Erinnerung finde. Nee, sind schon ein paar. Doch, doch. Vielleicht nicht so viele? Ja, weniger halt. Ein paar Fotos habe ich gemacht, aber... Ja, ein paar habe ich auch gemacht. Könnt ihr euch noch an den allerersten Selfie erinnern, mit eurem allerersten... Also so wirklich den ihr gemacht habt mit den Zuschauern? Markus, ich frage dich auch gleich die Frage noch, ja? Also ich habe die nicht vergessen. War das doch, auch? Doch. Ich glaube schon. Mit Keks war das, glaube ich. Auf der Gamescom 2015. Das war meine allererste Gamescom. Und ich war total fertig mit den Nerven, weil es kamen tatsächlich Leute an und meinten, ich war damals noch, ne, so streamermäßig im Vergleich zu so jetzt. So. Stapel mal nicht so hoch. Ja. Und Leute kamen zu mir und wollten Autogramme haben und ich, für mich war das eine komplett neue Welt und so und da war ich vollkommen fertig. Aber an den ersten Selfie, glaube ich, kann ich mich tatsächlich erinnern. Ich glaube, das war Keks. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich würde lügen. Für mich war es vor 3 Jahren die Dreamhack, die erste Veranstaltung, auf der ich so war. Und das war so beeindruckend für mich, dass überhaupt Leute mit mir Bilder machen oder sich mit mir unterhalten wollten, dass ich zugeben muss, dass ich mich an die erste Dreamhack, auf der ich war, schwer erinnern kann. Ich hatte auch 2-3 Wochen vorher Bauchschmerzen. Und da überhaupt hinzugehen und es ist... Das war ein bisschen überwältigend, da war echt viel los für mich und ich kann mich da nicht mehr... Ich weiß, dass ich mit einem Haufen Leuten, ich habe auch ein paar Bilder zu Hause noch ausgedruckt, aber ich muss zugeben, ich kann mich an den ersten nicht erinnern. Ja. Kannst du dich an deinen ersten erinnern? Ja, Thornhead vor 4 Jahren auf der DreamHack. Wir sind heute sehr gut befreundet und das war der erste Selfie. Ich bin gerade hier hinten rausgegangen, wollte einen O2-Austausch begehen und dann stand er neben mir und sagte, hey Dizzy, du bist doch Dizzy, oder? Und dann habe ich ein Selfie gemacht. Ja. Und Slav? An die ersten kann ich mich tatsächlich nicht erinnern, namentlich, weil das war gar nicht als Streamer, wenn ich jetzt drüber nachdenke, sondern das war damals, als ich noch als Redakteur für die PC Games halt da war und da hatten wir ein Lesertreffen. Das war 2011, glaube ich. Da waren wir eben auf der Gamescom und hatten halt einen Stand und wie gesagt, da war dann halt quasi Lesestunde und die Zuschauer, also die Leser der Zeitung konnten halt eben hinkommen und dementsprechend die Redakteure halt eben befragen, wie halt der Redakteursalltag aussieht. Und die wollten dann halt eben auch Fotos, da war ich auch schon total überfordert. Und genauso überfordert war ich dann, wann war es? 2015, 2016, wo das erste Mal dann quasi als Streamer die Leute dann Selfies haben wollten. Da hatte ich halt schon vorher gesagt, wann das, wo ist das Treffen. Und ich kam da halt hin und es standen halt eben schon viele Leute da und die wollten dann alle was von mir. Also wer da der Erste war, keine Ahnung. Wow. Da war ich auch etwas überfordert, weil ich nicht gedacht habe, dass überhaupt jemand kommt. Und ja, dann haben wir uns dann halt eben eine Stunde da halt eben hingestellt, miteinander gequatscht und habe jeder halt eben ein Foto bekommen und Gruppenfotos, das war halt eben auch nice. Aber wer hat namentlich den Ersten, kann ich tatsächlich nicht nennen. Wow, Slav. Die Erste. Das hätte ich von dir nicht erwartet, du. Ja, es war die totale Überforderung. Es waren halt eben auch mehrere, von daher. Du bist der Erste, so notiert. Na eben. So die ersten Male muss man sich doch merken, Mensch. Da war man jung, frisch. Früh hat man, man war schnell fertig mit... da muss man sich da schon mal dran erinnern. Aber wie ist denn das bei dir jetzt, Lev? Machst du, also hast du wirklich heute, wirst du oft und viel erkannt auf Messen? Würde ich nicht sagen. Also tatsächlich,
ich weiß nicht, ob ich nicht also erkannt werde oder ob sich die Leute teilweise nicht trauen, weil ich wirke tatsächlich, wenn ich auch mal so durch die Gegend gehe, vielleicht distanziert oder so, weil, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich hatte halt eben schon viele, die mir nachhinein gesagt haben, ja, ich habe dich gesehen, aber ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen. Und ich sage nochmal, ich bin dafür da, dass man mich dann anspricht. Also wie gesagt, das kann halt jeder gerne tun. Und von daher, es hält sich halt in Grenzen, würde ich sagen. Okay. Bei euch beiden? Nee? Also ein paar Leute, ja. Aber finde ich auch gut. So. Es gibt dann auch noch die Spezialisten, die dann halt stehen und man steht dann halt daneben und die quatschen einen nicht an und wundern sich dann, dass man selbst nicht auf die zugeht, obwohl man sie noch nie in seinem Leben gesehen hat. Aber sonst, ja, klar. Hier auf einer Messe, wenn ich jetzt hier rumstehe, dann kommen natürlich Leute auf mich zu. Wenn ich jetzt rumlaufe oder so und dann nicht. Doch, ja. Viel. Gerade beim Rumlaufen, also es ist, habe ich viel, weshalb ich oft für einen normalen Weg, der 5 Minuten dauert, dann eine Dreiviertelstunde brauche, weil man wieder stehen bleibt und sich unterhält, habe ich super viel. Und ich finde es heute noch seltsam, wenn dann wirklich Leute da stehen und ich höre, dass dann der eine zu der anderen sagt, da ist der Lister Belladonna. Und ich habe mit beiden noch nicht gesprochen gehabt. Und ich denke mir so, oh, guck mal, die kennen mich. Das ist so mein, weißt du, es ist, ich finde, wow. Darf ich da kurz noch was feststellen? Hm? Ich glaube, aus der Vierer-Konstellation hast du die treueste Community und du wirst am meisten angesprochen. Ja. Auf Messen. Bist du nicht angesprochen so? Du, glaube ich, mehr. Weniger. Also ich werde unglaublich viel. Du weitaus, ich glaube. Auch im Restaurant, wenn wir jetzt irgendwo noch sind und. Oh, das soll mal ein einziger machen. Nee, das ist in Ordnung. Also ja, ich bin reingekommen in das Restaurant, wo wir am ersten Tag waren. Ich war noch nicht eine halbe Minute drin. Da hat mich schon jemand angesprochen, die eigentlich so gar nicht vom Streaming-Bereich kommt und so, hallo, ich schaue ab und zu bei dir zu. Echt? Ja, ich bin Lörkerin und ich wollte nur Hallo sagen. So, hi, ne? Und dann unterhalte ich mich. Also es ist wow, es ist echt viel. Also ich, in der Tat würde ich, glaube ich, sagen, bei dir ist es mehr als bei mir. Aber bei mir spielt, glaube ich, auch so ein bisschen Furcht immer mit rein. Ja, ich bin ja eher der nette Typ. Ja, so, ich auch. Die sympathische. Ich bin auch immer. Nicht. Oh Gott, es geht morgens schon los. Am Frühstückstisch. Echt? Ja, und ich bin morgens nicht gut gelaunt. Hm. So, ja, ich streame um 11. 11 ist nicht morgens. Ja, 11, da bin ich schon 3-4 Stunden wach, um wach zu sein. Normalerweise bin ich morgens so... Ja, möchtest du Nutella oder Marmelade? Halt's Maul! Gib mir einfach. Ich will nicht reden, großartig. Ich bin etwas, das hat jemand jetzt mitbekommen, der mich normalerweise sehr freundlich und nett und sympathisch kennt. Und er hat gesagt, oh, das war schon, ne, da bist du schon anders. Sag ich, ja, aber das sage ich auch morgens. Ich will jetzt mich noch nicht unterhalten. Hallo, das reicht. Also, aber ja, ich werde angesprochen. Immer. Nee, bei mir nicht. Ich werde immer nur angeguckt. Das hasse ich, wie die Pest. Nee, also, ich werde mehr angesprochen. Also ich sag mal, hier ist das... Ich muss ganz ehrlich sagen, und das finde ich sehr bemerkenswert, ich habe eine sehr respektvolle Community. Mhm. Also die wirklich, wenn du im Gespräch bist, die lassen dich auch ausreden, grätschen nicht rein. Aber es sind auch, also ich habe das heute wieder mitgekriegt, ich habe sehr viele erwachsene Zuschauer, so ja. Väter, Mütter. Alle alt genug und die sagen dann so, die gucken dann nur so rüber und dann weiß ich immer schon Bescheid und dann gibst du so, und dann warten die aber auch. Und das finde ich sehr, sehr krass. Ich werde aber beim Essen noch nicht ein einziges Mal nur angeguckt. Nee, das machen... Dafür kann ich in Ruhe pinkeln gehen. Ich auch. Na, anscheinend nicht. Na, das stimmt. Hallo. Ja, okay. Ja, gut. Aber das hast du ja einmal von 1000 Malen so. Aber ich glaube in der Tat, ich weiß nicht, ob das dieses Image ist, was man über die Jahre so gepflegt hat, aber du wirst weitaus mehr angesprochen. Vielleicht. Auch Selfies will kein Mensch machen. Finde ich so geil, ne? Ich stand heute nebenein, willst du Selfie machen? Nö, eigentlich habe ich gar keinen Bock da drauf. Ne? Wirklich jetzt. Und ja, wir gucken deinen Stream schon 2 Jahre und alles ist geil. Willst du Selfie machen? Nö, ich habe keinen Bock drauf. Ist ja geil, Alter, ist gut. Wenn du das nicht willst, so... Und dann müssen wir nicht so dämlich lachen. So. Und davon habe ich echt super viele. Die wollen dir dann auch nur die Hand schütteln. Und dann gehen sie weg. Habe ich auch. Hi. Tschüss. Und dann gehen sie. Also kein Smalltalk, gar nicht. Das ist richtig krass. Und der Großteil ist wirklich so. Wow. Die geben dir die Hand. Ja, moin. Dann sagen sie dir, entweder sagen sie dir, ey, ich heiße Felix, ist übrigens mein Lieblingsname. Felix war heute sehr nervös.
Also wirklich sehr nervös. Ich sag, Felix Mayer, Alter, brauchst du nicht in die Hose pupen. So. Ist alles gut. Ich bin auch nur ein ganz normaler Mann. Können wir noch ein Selfie machen? Sag, ja, drück ab, aber schüttel nicht so doll. Wir haben nicht so gutes Licht. Und dann kommt jetzt zu mir, ja, moin, ich bin Felix. Mhm. Ja, und weiter? Ja, Felix. Ja, weiter? Ach so, ja, Nickname. So, dann macht er ein Foto und dann kommt der Nächste. Hi, Dizzy. Ich sag, ja, moin. Und dann ist er einfach gegangen. Kein Foto, nix, gar nichts. Gar nichts. Einfach nur moin, tschüss, gegangen. Okay. Und dann und das war das Schönste heute. Beim Rausgehen hier quer durch die Halle kommt einer an, macht nur so und lässt sich von der Seite so draufhauen und geht einfach weiter. Das finde ich ist ja persönlich. Hallo. Hallo. Das könnte eine Zuschauerin von mir sein. Nee, das ist auch eine Streamerin. Ach so. Ach so, die kocht immer, das, ne? Genau, ja. Das ist die mit der Dschungelküche. Die hatte ich schon als Streamerin der Woche. Das ist Mamazing. Ah, Mamazing. Mamazing. Oha. Naja, ich bin nicht oft hier. Also, man merkt das. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, hier, das. Das ist für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, auf einer Messe. Was ist das? Ich kenne nur das da. Ja, ja, aber. Ach so, so. Ah, okay. Kennst du das Gift, was ich immer poste? Na, das ist aber so. Nee. Das ist auch nur von der Seite. Das ist von vorne. Nein, das ist von der Seite. Das ist nur so von. Das ist für mich der wie sagt man, der respektabelste Move, den du machen kannst. Das ist für mich die höchste Anerkennung, die du kriegen kannst. Also wirklich kein Satz der Welt macht das wett. Wenn wirklich nur einer an dir vorbeigeht und macht nur so das, dann weißt du schon, ey, das respektiere ich. Oh boah, Entschuldigung. Stefan, das hast du nicht gesehen. Ich habe deine Frau nicht berührt. Das ist halt, persönlich finde ich, der respektabelste Move, den du machen kannst. Weil du willst dich nicht groß unterhalten, du willst einfach nur ganz kurz mal den Kontakt haben und dann Dankeschön. Das finde ich auch schön. Ja. Aber ich habe allgemein sehr viel Fistbomb. Ja, sonst bist du ja auch krank, ey. Ja, da steht einer schon heute, so die Hand. Nein. Steht heute schon einer vom Stream, gib mir die Hand und erzähl mir, dass er krank ist. So, ich so, ja geil, ja, danke, Alter, dann gib mir doch nicht deine Hand, ey. Ja. Aber ich wollte dir mal die Hand geben. Das hätte auch gereicht. Jetzt habe ich so lange geredet und habe euch gar nicht von meinem schönsten Selfie erzählt. Ich suche mir ja pro Messe immer einen einzigen Selfie aus, den ich mache, den ich mir wirklich aussuche. Okay. Also ich suche mir immer einen aus, der was, auch Content Creator. Also ich rede jetzt nur von Content Creator. Und heute habe ich Hooch Winters getroffen. Und Hooch ist ein etwas kleinerer Streamer, der hat so 20 Zuschauer und der guckt bei mir auch schon lange zu. Und wir haben geschnackt und pipapo. Und dann habe ich so gefragt, und hat mir die schon einen Selfie gemacht so? Und dann sagt er so, nee, so groß bin ich ja nicht und so. Dann habe ich gesagt, weißt du, aber ich mache einen mit dir. Und dann suche ich mir halt wirklich immer einen aus, den poste ich dann auch bei Twitter und mache da eine kleine Geschichte zu. Und das sind für mich immer die schönsten Selfies. Letztes Jahr, kann ich mich noch daran erinnern, war es Fabienne. Mhm. Weil Fabienne foppe ich ja auch immer ganz viel. Und dann habe ich mir Fabienne ausgesucht und habe gesagt, das ist mein Selfie. Ja. Das finde ich immer, ist so eine, auch so ein, ich will nicht sagen, siehst du? Ja, man sagt immer, man wird nicht gegrüßt, aber dann jedes alle 5 Minuten. Ja. Ja, das war der schönste Selfie mit Hooch. Hooch Winters. So, jetzt habe ich genug geredet. Sled, wie ist denn das bei dir jetzt? Was? Selfie? Schönste Selfie? Ja, Selfie. Der hier, der will nur leechen. Komm. Was? Nein. Also nein, ich stehe gerade jemand vom Fenster. Ich stehe gerade jemand vom Fenster. Du doch nicht, Sled. Ich meine, Mann. Nicht schlecht. Wenn Leute das haben wollen, gerne. Dafür bin ich halt da. Dass ich halt tatsächlich mal aktiv frage, ganz, ganz selten. Also ich weiß, vielleicht auf der TwitchCon würde ich fragen, wenn ich jetzt höre, wer da kommt, dann würde ich wahrscheinlich fragen, aber... Echt? Ja. Ja. Okay, mit wem würdest du Man machen wollen? Man vs. Game. Genau. Du auch? Ja, klar, wenn er schon mal da ist, den gucke ich halt eben nachts halt gerne rein, den gucke ich halt schon ewig, war so einer der ersten Streamer, den ich auf Twitch halt gesehen habe. Mhm. Ich mag den halt vom Content und von daher, wenn er halt eben nach Deutschland kommt für die TwitchCon, würde ich den auch ansprechen. Und Elias? Ja, nee. Nee, den gucke ich nicht so viel, aber Man vs. Game brauche ich auch ein Selfie. Yep. Ja, also wir hat aber auch ganz selten, wir hat prinzipiell ansonsten... bei Streamern sehe ich dann halt eben die Kollegen, man geht halt hin, sagt eben guten Tag und da hält sich irgendwie einen Satz. Da brauche ich halt nicht unbedingt von jedem anderen Kollegen halt irgendwie dann Fotos oder so. Wenn sie machen wollen, gerne, macht halt. Aber ja, dann stehe ich auch gerne zur Verfügung, so ist nicht.
Das wird aber auch wieder schwierig, ne, auf der TwitchCon, das auszubalancieren. Wann ist der Moment gekommen, wo du ihn fragen kannst nach einem Selfie und wo nervst du ihn? So. Ja, es ist, ich habe letztes Jahr auf der Gamescom, ich finde das so unter Twitch-Partnern fand ich immer so ein bisschen seltsam, ne? Aber warum nicht? Und ich habe ja letztes Jahr Wild gefragt, bin hinterher noch gelaufen und habe mich dann auch noch ganz nett mit ihm unterhalten. Es wäre toll, aber ich weiß halt jetzt schon, dass ich dann da so... Rumdruckst. Ja. Ja. Wobei ich habe schon jemanden, der da Bekanntschaft hat, dann habe ich gesagt, hol mich dann einfach dazu. Und dann obwohl, wenn Slabby will, du willst und ich wollen, dann gehen wir einfach hin und sagen, wir sind der Plankenschlag, wir wollen alle drei mit dir ein Bild. Ja. Dann ist das Thema durch, fertig. Ich will aber ein Bild alleine mit ihm. So. Schön. Habe ich gesagt. Ich will ein Bild mit ihm alleine. Und das wäre echt toll. Das finde ich echt toll. Da gibt es aber noch zwei, drei Personen, wo ich weiß, dass sie dorthin gehen. Happy Hop. Kommt auch? Ja. Mhm. Ja. Ist aber auch aus der deutschen Community. Kommt auch jemand, wo ich... Bitte? Der macht bestimmt No Selfie Run, wird schwierig. Aber auch aus der deutschen Community ist da so ein, zwei Personen, wo ich nicht weiß, ob das offiziell ist, darum sage ich das jetzt nicht, aber wo ich mich sehr drauf freue und fragen werde, ob ich ein Bild haben darf. Gibt es nämlich auch. Ich habe das einmal gemacht, auf der BlizzCon 2015. Ich habe mit Total Biscuit ein Selfie gemacht, weil ich wusste, dass es irgendwie, ne, weiß man ja dann. Und ansonsten mache ich keine. Ich kann mich noch an einen sehr schönen Moment erinnern. Also ich habe oft solche Momente, fällt mir ein. Ich sollte oft von diesen Momenten erzählen. Ich habe Take getroffen. Kennt ihr Take? Nee. Take TV? Ach so, ja. Ja. Und Take war ja früher ein sehr bekannter Spieler. Und der hat ja auch sehr viel für den E-Sports gemacht mit seinem Café und seinen ganzen Übertragungen, die er gemacht hat. Und das weiß ich noch, das war auf der DreamHack 2016 und da stand er in der Lobby. Und ich habe ihn nie gesehen vorher. Ich habe einfach nur zu ihm hingesagt, ich habe gesagt, Take, vielen Dank, was du die letzten paar Jahre gemacht hast. Habe ihm einmal die Hand geschüttelt und bin einfach rausgegangen. Also er konnte nicht mal was sagen. Und das so halte ich das eigentlich bei meinen, ich will nicht sagen Idolen, aber bei Menschen, denen ich sehr dankbar bin aus der Szene, weil ich will die gar nicht kennenlernen. Ich will denen auch nicht auf den Sack gehen, sondern einfach nur sagen, ey, danke schön, was ihr gemacht habt, so, und dann war's das. Und ich will auch keine Selfies oder irgendwelche Bilder, so, das kann ich, weißt du, dieses Instagram-Gegrinde und dieses Twitter-Gegrinde, genau. Das ist für mich. Da bin ich raus, so, das mache ich mit Stay, mache ich das, oder mit Jens, oder mit Bonjour und so weiter und so fort, mit euch, ne. Aber bei den Leuten, die möchte ich immer für mich in Erinnerung behalten, das, was sie für mich sind, diese glorifizierten Menschen auf dem Bildschirm. Da hast du recht. Never meet your heroes. Ja. Genau, never meet your hero. Und ich will auch gar nicht so, ich will, dass sie einfach so ihre Heroes, dass sie Heroes sind. Mhm. Fertig. Und deswegen keine Selfies, gar nichts. Einfach nur danke den hier und feiern. Oder am besten einfach nur den hier. So, genau. So, fertig. Und gehen. Ja. Ich war auch irgendwann auf der Gamescom und dann war ich super früh am ersten Tag schon da und da war noch nicht viel los und hinter der Twitch-Bühne konnte man da noch so rausgehen und dann standen da gerade Ezekiel the Third und hier Fisch, Fayfish, der Spamfish. Spamfish. Und haben sich unterhalten. Und ich wollte einfach nicht nerven so, aber ich hätte super gerne Selfies mit den beiden gehabt, ehrlich gesagt. Aber ich habe mich einfach nicht getraut. So. Ey, habe ich schon so einen Stream. Ja. Das, ja, aber da die eure komische PR-Aktion da. Das war geil. War gut. Ey, Spam ist halt so ein Typ, da kannst du richtig reinballern. Der nimmt das wie ein König. Ne? Ja. Seine Community, ich finde ja auch so ein Typ, ich schenke ja unglaublich gerne. Mhm. Also auch richtig viel. Und wir haben Tekken gespielt und ich habe ihn die ganze Zeit, habe ich so, immer nur Witze gemacht, ne? Die nonstop. Und seine Community hat halt übelst gelacht. Das war dann The Friendly Banter. Banter, ja. Und ich wusste nicht, was Banter ist, ne? Und die ganze Community ist komplett ausgerastet. Ich irgendwann so, okay, Spam, I guess I have to stop. No, no, keep going. They love it, they love it. Das war wirklich gut. Also Spam ist halt so diese typische Brille, den kannst du halt wirklich komplett reinknallen, ja. Das war gut. Ja, aber ja, Selfies so, nee. Haben wir hier doppelt gefilmt. Habt ihr einen Creator, den ihr unglaublich gerne mal treffen wollt?
Also wirklich unglaublich gerne, wo ihr sagt so, oh, mit dem würde ich super gerne auch mal stangen. Wo Excessive ihr Profanity. Wollte nicht lange zu überlegen. Oh ja. Mitch war sein Name. Nee, ne? Nee, Cody. Cody, genau, Cody war sein Name. Cody ist großartig, ja. Ja. Also Excessive Profanity, irgendwann für eine Stunde mir gegenüber sitzen zu haben, beim Essen und so, und mit dem einfach nur über Sachen zu reden, über Leben und Streaming und so. Wäre schon nice. Ja, schon richtig nice. Sonst, ja klar, jede Menge. Wild, weil er damals quasi der Grund war, warum ich überhaupt angefangen habe zu streamen. Da habe ich ja kein Selfie mit dem gemacht, leider. Ich habe dich gesucht. Hast du mit ihm gesprochen? Nein. Nicht? Ich auch nicht? Ja, klar. Ach so, ja. Ich habe ihn gesucht und ich habe von ihm erzählt. Sag ich, Mel, aber... Ja. Ja. Sonst. Wobei ich das halt eben sagen muss, was du halt gesagt hast, dass ich jetzt unbedingt die näher kennenlernen muss. Also ich würde sie halt gerne mal sehen, vielleicht halt eben sagen, hey, cool, dass es dich gibt, dass du das machst, was du halt machst, vielleicht eben Selfie, aber ansonsten würde ich halt sagen, was du gesagt hast, never met your hero. Wenn du vielleicht Leute näher kennenlernst und die entglorifizierst, schwierig. Also ich weiß gar nicht, ob ich das unbedingt möchte. Obwohl ich glaube, gerade in Excessive Profanity ist in echt genauso wie vor der Kamera. Ich glaube, da verändert sich nichts. Ja. Ey, cool. Hey, Viechers. Und schon wieder. Cool. Ja. Schon wieder Stream and Stream, Alter. Ja. Tolle Promotion. Streamception. Ja. Wir sind jetzt gerade bei Sascha im Stream. Ich würde nicht dran lecken, aber leck mal ruhig dran. hast du einen, dann? Man? Ist das für dich so ein Ding oder nur Selfie? Ich weiß nicht, ob ich da so tief in diese Welt eintauchen möchte. Das weiß ich nicht. Okay. Ich weiß nicht, ob ich in Mans Welt, wobei er schon sehr offen in seinen Streams alles, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich mich da nicht nur lieber über Games unterhalten würde, wie über Bloodborne, als, das weiß ich nicht. Da fällt mir auch jetzt gerade so, es ist ein bisschen schwierig, da ich gerade durch den blanken Schnack eigentlich im deutschsprachigen Raum die Möglichkeit habe, mit super, super, super vielen Leuten mich mal auszutauschen, so unsere Stunde vorher oder eben nach dem blanken Schnack dann auch noch ein bisschen privat zu reden. Ist das eine... Fällt mir so eigentlich keiner wirklich ein. Nein. Ich finde Dan's Gaming einen unglaublich interessanten Mensch. Ja, das stimmt. Dan ist. Da weiß ich auch nicht so viel. Dan ist ein sehr, sehr interessanter Mensch. Dan erzählt auch nicht viel. Nee, Dan erzählt nicht viel. Nee. Ja. Und ich würde mich mit Holly gerne mal zusammensetzen. Oh, das mache ich bald. Also, wir hatten Holly ja schon bei uns im Schnack, aber ja. Holly ist auch jemanden, den ich sehr schätze, ja. Der aber oft für mich nicht so greifbar ist. Das ist auch gut so. So, Holly ist toll. Das ist gut so? Ja, ja. Warum? Er muss halt die Spiele spielen, die wir alle nicht spielen können. Richtig. Das ist halt ist wichtig. Das, diese Glorifizierungssache. Also ich habe bei Holly, mache ich demnächst auch was zusammen, weil er Hilfe braucht. Und das war's dann aber auch. Also Holly werde ich auch nicht keinen Kontakt aufbauen. Keine Telefonnummern, gar nichts. Weil Arme. Vielleicht denkt er sich, oh, Dizzy wird endlich mein Streamer-Freund und Kollege. Du, ganz ehrlich, wenn er das möchte, kann er das gerne haben so, aber ich werde ihn nicht näher eingehen, weil ich Holly wirklich sehr gern mag. Ja. Und das will ich, ich will ihn so als Persönlichkeit behalten, wie ich ihn so kenne. Ja. Ja. Forever alone, Holly. Forever alone, Holly, ja. Oh. Ich hab einen und ich würde gern sehr niedrig stapeln an der Stelle. Es gibt wahrscheinlich viele und einige würden sich wahrscheinlich werden das so ein bisschen belächeln. Aber ich würde sehr gerne ganz privat, ohne diesen ganzen Bullshit, der drumherum ist, mit Niklas von Bonjour an einem Tisch sitzen. Okay. Nur mit Niklas auf ein Bier. Er ein Bier und ich was anderes. So, das würde ich sehr gerne mal machen. Weil Niklas ist irgendwie, den glorifiziere ich in letzter Zeit auch ein wenig. Der ist super schlau. Das ist so ein, ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach nur sein Jesus-artiges Aussehen ist. Aber... Ich finde, er hat ein sehr, sehr schönes Weltbild, wovon ich gerne ein bisschen profitieren würde und mich ein bisschen, weil er sich damit auseinandergesetzt hat, mal unterhalten. Das wäre so eine Sache, das würde ich gerne machen. Und das ist auch gar nicht so unrealistisch, weil alle anderen, die sollen mal so sein, wie sie sind. Mhm. Ja. Ja. Jetzt haben wir ganz schön lange Monologe geführt. Ja. Ne? Sleth, sag du doch mal was. Ich mach Sleth. Ja. Wenn man jetzt das erste Mal vielleicht da ist, auf der DreamHack und oder in Leipzig,
Was muss man gemacht haben? Tipp, was für die Zuschauer, was sie vielleicht noch nicht gemacht haben auf der Dreamhack oder in Leipzig. Am Donnerstag ins Barfuß gehen. Ja. Toll. Der Laden ist ja überhaupt nicht voll. Und die kommen so gut hinterher mit Getränken und so. Ja. Nicht donnerstags ins Barfuß gehen. Doch. Donnerstags doch, ins Barfuß wenn du, gehen. Wenn du sie sehen willst, dann gehst du ins Barfuß. Dann gehst du ins Barfuß. Weil 3/4 des Ladens hat am Donnerstag uns gehört. Ja. Ja, deswegen genauso war ich auch eine halbe Stunde mehr. Genauso wie der letztes Jahr. Ja, ne, da war es ein bisschen weniger gefühlt. Letztes Jahr? Ja, gefühlt. Nein. Bisschen. Letztes Jahr haben sie den Laden auseinandergenommen. Ja. Letztes Jahr war richtig schlimm. Da haben die Kellner die Tabletten geschmissen irgendwann, weil die keine Lust mehr hatten. Der Laden war brechend voll. Diesmal war es eigentlich überschaubar, fand ich. Echt? Ja, weil diesmal nichts Offizielles war. Wir sind eigentlich nur hingegangen, weil uns gerade nichts Besseres eingefallen ist und weil wir was essen wollten. Wir waren die Ersten da am Donnerstag. Und dann haben wir uns da hingesetzt, haben Essen bestellt und dann kamt ihr dann irgendwann plötzlich. Und dann einer nach dem anderen, so Streamer hinter Streamer und irgendwann war der Laden halt da oben. Ganze Communities von Streamern. Ja, genau. Richtig. Boah, das ist ja ganz cool. Hallo Steam. Mach mal weg, ne? Kannst du? Ja, neues. Geil. Aber ansonsten... Premium-Burger soll nicht schlecht sein. Da war ich vor 3 Jahren. Ist okay. Also ist jetzt nicht so das Geilste so, aber es ist gut, es ist okay. Aber das ist jetzt nicht Dreamhack, ne? Das lässt halt gerade nach Dreamhack. Nein, und Leipzig. Und Leipzig, ja. Und wenn man in Leipzig ist, weil auf der Dreamhack, es gibt nichts großartig auf der Dreamhack. Nein. Ihr habt hier einen Merch-Stand, einen Waffelstand, einen Pommes-Stand, vielleicht sind es 2 Merch-Stände. Es kommt nicht auf die Dreamhack, um irgendwelche Spiele oder sonst etwas zu sehen. Das gibt es hier nicht. Naja, die Indie-Arena gibt es ja jetzt schon. Die Indie-Arena gibt es. So. Ja. Die haben eine schöne Sache. Hast du gewusst, dass wenn du 8 verschiedene Spiele spielst, du kriegst eine Stempelkarte, dann kriegst du ein Getränk? Wow. Ja, also ich kriege auch so ein Getränk, aber... Oh Mann, echt? Ja, aber für Leute, die kein Getränk bekommst kriegen... Bekommst du eine Fritz-Cola, dafür, dass du dich hinstellst und die Spiele und 8 spielst. Spiele. 8 Spiele spielen und dafür noch eine Cola bekommen, das ist ja fast wie Streamer sein, ey. Ja, aber sowas von. Das ist eine sehr schöne Sache. Aber abgesehen von der Indie-Arena, und deshalb sind hier auch die Trauben, die Leute sind hier hinten bei der Indie-Arena, gibt es nicht viel, was ihr euch hier anschauen könnt? Naja, hinten im Ab-12er-Bereich, da wollte ich ja die ganze Zeit drauf hin, was Dr. Arkek vorhin geschrieben hat, gibt es ja diesen Case-Mod, diese Case-Mod-Competition. Stimmt, wo es die ganze Zeit nach Farbe riecht. Ja, das ist sehr interessant. Da stehen wirklich 2 Booths hinter Plexiglas, so ein bisschen wie bei uns, nur dass die tatsächlich was mit Hand und Fuß da machen, also die schrauben und sägen und weiß ich nicht was und machen fette Case-Mods daraus und haben da auch welche aufgestellt, die sind so... Ja, das stimmt. Also solche Cases habe ich da noch nie gesehen. Die sollte man sich auf jeden Fall angucken. Die LAN, ja, da sollte man durchgehen. Darf man da durch? LAN. Ja, darfst du. Darfst du? Ja. Wenn du 18 bist. Okay. Ja, ja. Ich war noch nicht einmal da drinnen. Dieses Mal? Dieses Jahr oder noch nie? Alle Jahre. Du warst du musst da rein? Nein, ich war noch nie... Du musst unbedingt in den Puma-Käfig, das ist mega. Ich war noch das nie... Das muss man gesehen haben. Ich war noch nie auf dieser Messe in allen Hallen. Es gibt ja nur zwei. Ja, ich habe aber noch nie alles gesehen. Ja, weil du noch nie im Milan-Bereich warst. Das ist die andere Halle. Ich war auch noch nie jenseits da hinten. Da gibt es nichts. Weil ich komme halt immer mit dem Dings direkt da hinten und dann rein, ist Schülerplatz, fertig. Ja, gut. Und ich halte mich aber auch immer nur da hinten auf. So. Aber heute habe ich mir vorgenommen für dieses Jahr, ich werde noch eine Instagram-Story machen von der Messe. Vom Puma-Käfig? Da komme ich nicht rein, habe keine ab 18 Bändchen. Ich habe ja keine Bändchen. Ja, hast du eine Karte oder irgendwas? Nee, du brauchst das Band. Du brauchst das Band? Du musst ich habe einen Ausstellerausweis. Ich komme damit Dann gehst du mit dem Ausstellerausweis unten an die Kasse und dann kriegst du dein Bändchen. Nein, das ist so ein Mysterium. Das möchte ich aufrechterhalten. Und irgendwann, wenn sie sagen, das ist die letzte Dreamhack, dann sage ich, jo, moin, jetzt gehe ich rein. Also es ist schon toll, da mal hinzugehen. Die Leute richten sich ihre Tische wirklich toll hin mit Lichtern und allem drum und dran. Ich finde das schon toll, mal gesehen zu haben. Ich möchte eigentlich nur diesen einen Monitor sehen, wo dauerhaft Pornos laufen. Den will ich sehen. Also den weiß ich so. Nee, den einen. Nein, das sind mehrere. Ja, ich weiß, aber nur den einen. Achso, den einen willst du sehen. Ah, okay. Und dann sage ich so, geil, ich war wieder auf LAN. Nice. Sexy. Also, ganz im Ernst, die Dreamhack-Halle, die LAN-Area ist super entspannt. Ja. Die Atmosphäre da ist, du kommst rein und du hörst die ganze Zeit Menschen reden, aber es ist alles so ein Brei irgendwie, so ein gedämmter Brei. Ich finde es super. Es ist wie Meeresrauschen. Ja, genau.
ne? Ja, so. Da zu schlafen, stelle ich mir so gut vor. Ja, es sind genug Sachen aufgestellt, wo man schlafen kann. Ja, genau. Die haben da alle ihre Betten aufgestellt, ja, ihre aufgepumpten und aufgestellten und so. Und ganz im Ernst, ich habe schon zu Mokka gesagt, ich bin da mit Mokka durchgelaufen am gestern. Und ich habe zu ihm gesagt, wir müssen unbedingt mal eine Streamer-LAN veranstalten. Nee. Wo wir einfach mit ganz vielen Streamern, sagen wir 20, 30 Streamern, irgendwo uns irgendwas anmieten, nein, hinfahren und eine LAN veranstalten. Doch. Nee. Ja, dann kommst du nicht mit. Ja. Aber das müssen wir mal machen. Also ich nicht, nein. Warum nicht? Mag ja, weil ich nicht mit dir auf LAN sein will. Bist du doof oder was? Warum vielleicht nicht mit mir auf LAN? Hä, nee. Du willst mit mir gar nichts machen. Doch. Wir machen doch gerade was. Ja, wir sehen uns ja, 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 auch. Ja, 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 ja. Hier. Was? Ja, er will was mit dir machen, halt nicht zusammen sein. Ja. Das ist ja auch schon mal ein Vorhaben. Nee, ich setze mich doch nicht auf eine LAN mit anderen Streamer. Spinnst du oder was? Warum denn ich bin, nicht? Ich bin 33, ich bin froh, wenn ich im Hotel bin und mir keiner auf den Sack geht, ey. Also Slabby, ich bin ist fast 40 geil. Und ich würde mit dir auf LAN gehen. Ja, toll. Jetzt gehen sie wieder alle auf LAN, weißt du? Ja, einfach mal wieder. Wir gehen zusammen was essen. Ja, genau, wir gehen dann essen und dann sagen wir so, tschüss bis morgen. Wie früher, als du 15 warst, auf eine LAN, wo du Counter-Strike mit allen zocken kannst. Dann machst du ein Turnier, lädst dir einen ein, der auch casten kann. Also wenn denn... Du, pass mal auf, ich streame, weißt du? Ja, 5-6 Tage die Woche, da kann ich das jeden Tag machen. Ja, aber alleine. Nein, die sind im Teamspeak, das ist wie, als wenn sie da sind. Nein, ohne, dass ich sie riechen muss. Nein. Weißt du was? Ich glaube, ihr beiden wart noch nie auf einer LAN. Ich glaube, ihr habt gar keine Ahnung. Ich glaube, ich war mehr auf der LAN als alle hier zusammen. Ach so. Ja, und warum willst du dann nicht auf eine LAN? So wie früher? Weil ich jetzt hier in meinem Alter nicht mehr mich irgendwo hinsetze und dann da 20, 24 Stunden durchzocke. Ziehst du neben noch? Ich bin zu verwöhnt. Ich würde, weißt du, so wie Bonchmann das macht, vielleicht, dass du einen 4-Stunden-, 8-Stunden-Slot hast und dann gehst du ins Hotel oder ins Bett so. Aber ich mache doch keine LAN mehr. Ich setze mich doch da nicht mit einem Toaster hin und mache mir so ein Sandwich-Toaster-Ding, was ich mir vorher bei Rossmann gekauft habe, für 20 Euro, Mann, weil ich den danach sowieso wieder wegschmeiße. Deswegen fahren Leute auch campen. Nee, ich mag duschen. Ich bin im Wohnwagen aufgewachsen, ich brauche das nicht mehr. Ich will duschen gehen abends und dann in mein Bett fallen, was sauber ist und ordentlich. Kein Sinn für Abenteuer, die ich hab das alten gehabt. Leute. Ich gehe einmal die Woche auf Adventure so. Nachts mit einer Lampe auf. Erzähl mir mal was von Abenteuer. Währenddessen dir daneben ein Schwein grunzt und du Angst haben musst, dass dir Wildschwein aufrisst. Erzähl mir mal was, ey. Erzähl mir mal was. Nee. Und ich fahre auch in IRL-Urlaub im Wohnwagen. Habe ich auch schon mal. Ja. Also erzähl mir mal nichts von Abenteuer. In einem Hightech-Wohnwagen, wo du ein eigenes Klo drin hast und zwei Betten. Ja, zum Glück. Entschuldigen Sie, junger Mann, wenn Sie ein bisschen mehr streamen würden, könnten Sie sich auch so einen Wohnwagen leisten. Ich war campen in einer Hütte, ja, wo es immer fließend geschissen. Wasser gibt. Da habe ich in den Garten gekackt und habe mir mit einem Blatt, was da lag, Popo abgeputzt. Das ist doch schön, Schatz. Aber wir sind im 21. Jahrhundert. Das man Abenteuer. Muss nicht. Das Abenteuer. Aber ja, hast du doch einmal erlebt. Brauchst du es nochmal? Komm ich noch rüber. Ich habe in den Alpen in der Höhle gepennt. Da gab es auch nichts. So. Hab ich habe in einem Brennnesselbusch gepinkelt und hatte Brennnesseln am Arsch. Was hast du jetzt gemacht, Slav? Komm. Der wohnt in Gelsenkirchen. Also der hat jeden Tag Abenteuer. Der wollte ich gerade sagen. Das ist Abenteuer genug, ey. Also einmal Brennnesseln am Arsch reicht mir. Das ist so... Danke, Natur. Schön gewesen. War mit der Schachjugend auch campen. Es war lustig. Okay, Leute. Also ich will jetzt nichts sagen, ne? Aber ich würde jetzt gerne nach Slav seiner Anekdote, würde ich jetzt echt gerne einfach nach draußen gehen und Abenteuer erleben. Ja. Welche Anekdote? Wisst ihr, was das Einzige, was momentan ein bisschen traurig ist? Was denn? Seit 2 Tagen ist das Wetter Bombe. Ja. Findest du? Und wir sitzen das in der Wetter Halle. Ist Bombe. Ich bin sowieso nur draußen eigentlich. Das Wetter ist so Bombe, dass der Pollenflug anfängt. Oh, ja, dann ist scheiße für dich, das stimmt. Ja. Bin also hier doch Safe Space. Ja. Ja. So, seid ihr morgen noch hier? Ja. Ich feiere erst übermorgen. Du nicht, Slav? Warum? Nee, ich nicht. Was? Warum denn muss nicht? Muss los. Oh Mann, ey, ziehst doch nie durch. Echt mal, du hast nicht keinen Sinn für Abenteuer, ey. Überhaupt keinen Sinn für Abenteuer, Slav. Oh, du bist so langweilig, ey. Du könntest ja wenigstens mal auf eine LAN fahren. Nur streamen, alleine Slappy, zu Hause sitzen und... Ah. Echt mal, so ein unsozialer Mensch, ey. Nun. Ja. Ja, ich bin morgen auch noch da. Ich habe morgen noch Stream 4 Stunden. Hm?
und hoffe, dass ich noch ein paar Leute treffe und dann hoffe ich, dass ich nach Hause komme und meine Brille da ist. Das wäre toll. Toll, toll, toll. Und danke. Ich komme nach Hause, mein Mischpult ist da. Oh, nice. 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 Ich komme nach Hause und habe noch 4 Tage frei. Nice. So wie nice. Die letzten 30 Jahre? Nee, da muss ich arbeiten. Ach so. So richtig mit Job und Geld verdienen. Abgefahren. Ja. Und Slap? Ja, ich bin zu Hause, spiele jetzt noch ein bisschen Apex, baue noch mal ein bisschen mein Setup um. Stabiles Wochenende. Gut. Vielleicht noch ein bisschen Far Cry weiterspielen. Mal gucken. Oh, Montag wird, glaube ich, kein streamfreier Tag. Mein Metro ist draußen. Ja, Metro. Ja. Far Cry. Ja. Es ist Zeit aufzuhören, sonst... Ja, ich denke auch. Ja. Nun, sonstige Highlights, Menschen, die ihr noch gerne erwähnen möchtet. Ich habe Harald von Horn ein bisschen näher kennengelernt. Mhm. Und ich bin so positiv überrascht. Ein Menschen, den ich jetzt seit 2 Jahren immer wieder mal treffe, aber wo für mich immer so ein bisschen Distanz da gewesen ist. Mit diesem Menschen habe ich mich heute so toll unterhalten. Wir sind game-technisch wahnsinnig auf derselben Wellenlänge, ob Mass Effect oder sonstige Sachen, was ich gar nicht erwartet habe. Und es war ein sehr tolles und schönes Gespräch. So, das ist meine Begegnung der Dream, meine Top-Begegnung der Dreamhack, meine Überraschung. Von der DC-Wohnung. Dem hat die letzte Gamescom das Zimmer, also es ist halt die Wohnung. Harald ist super. Ja, das musste ich erst für mich selber rausfinden. Du jemand? Ich. Hugh Winters. Hooch, ja. Ich gucke aber Hooch seinen Stream nicht. Achso, ja gut. Ja, also, aber Hooch war eine schöne Begegnung, ja. Ich gucke die Streams nicht. Ich gucke Harald sein auch jetzt nicht, aber nee, da, ich bin einfach ehrlich so, ich mache der Community nicht vor, dass ich weiß, was die für einen Content machen. So, nee, mache ich nicht. Ist halt einfach so. Ich, ne? So, ja, ich gucke deinen Stream, toller Content. Und dann hast du einmal durch ein paar... Warum willst du das machen? Oh, das machen viele. Warum denn? Und du durchgeklickt durch ein paar Broadcasts, so, oh ja, habe ich letztens gerade gesehen. Und dann weißt du schon, aha, den letzten 2 Podcasts. Klasse, super, du weißt, was du für ein Content machst. Ja, aber Hooch Winters, das war eine tolle Begegnung. Ich werde nachher auch kurz nochmal twittern dazu. Hooch war definitiv für mich ein sehr schönes Highlight. Ich habe auch Kamikaze kennengelernt, der GTA, der gerade viel GTA streamt, ist auch ein sehr netter Dude. Aber für mich, okay, wenn ich eins rauspicken müsste, sage ich immer wieder Ranzratte. Das war letztes Jahr. Ich habe Ranzratte früher kennengelernt, als wir uns ein bisschen vollgemault haben und er mich irgendwie angedödelt hat, dass ich ihn beim Vornamen angesprochen habe. Und ich dachte immer, dass Ranzratte ein richtiger Wichser ist. Also wirklich so ein richtiger Pisskopf. Und mittlerweile, jedes Mal, wenn ich hierher komme, wir sind ja auch im selben Hotel oder schlafen im selben Hotel, kommt das immer wie so ein Vietnam-Flashback zurück und man muss immer lachen. Also ich mag Stefan unglaublich gerne. Wir harmonieren so auf einem gewissen Level sehr gut. Und das, ja, Stefan. Hooch Winters, Stefan, Kamikaze, so meine Highlights. Ja. Also Ranzratte. Und du? Ich habe niemanden neu kennengelernt bis jetzt. Das wird sich vielleicht heute noch ändern. Aber Highlight, keine Ahnung. Ist immer witzig, mit Schnien loszuziehen. Ja. Und was zu machen. Die hat immer lustige Storys, die sie erzählen kann. Und da wird es nie langweilig. Ich bin ja eher der dann so ruhig da sitzt und zuhört. Und, oh nein! Oh, jetzt? Also ja, Schnien auf jeden Fall, Pink Pony, ne, macht auch gute Streams. Habe ich auch schon reingeguckt, ja, ausnahmsweise mal, kann ich das mal sagen. sehr, sehr gute, auch Dark Souls und so Streamerin. Aber ich habe die Jen kennengelernt, die kannte ich noch gar nicht vorher, von Twitch. Reklame-Dame. Mit der habe ich mich ganz viel unterhalten und die ist sehr nett. Also da hat Twitch mal wieder sehr gute Leute an Land gezogen, zusammen natürlich mit Fennec, den ich aber nett. Schon seit Ewigkeiten kenne. Ja. Die Jen, die jetzt eben auch bei Twitch hinter der Bühne arbeitet, ich glaube im Partnerbereich, ne? Mhm. Ja. Die sind halt, also Twitch ist ja offiziell nicht hier, aber die sind hier, um halt sich vorzustellen und kennenzulernen und so. Und mit der habe ich ein paar sehr, sehr gute Gespräche auch über TwitchCon und solche Geschichten geführt. Also war ich auch sehr positiv, nicht überrascht, weil ich hatte keine Erwartungen oder so, aber Entschuldigung. Ja.
kam gut, ein paar Worte mit ihr zu wechseln. Das klang so etwas merkwürdig. Ich hatte keine Erwartungen. Naja, also ich wusste gar nicht, dass sie hier sein wird, ehrlich gesagt. So, ich wusste, dass Twitch halt eben Fennec und sie angestellt hatte. Und mit Fennec hatte ich gerechnet, aber da ich sie nie kannte, wusste ich das nicht. Aber jetzt kenne ich sie und jetzt weiß ich, Twitch hat wieder mal wen Gutes eingestellt. Twitch Deutschland, immer noch tipptopp. Das ist eher die Übersee-Abteilung, die mir Sorge bereitet, manchmal. Da werden viele Leute entlassen und Leute angestellt, die... Darüber rede ich nicht im Plankenstab. Ja. Wollte ich gerade sagen, das war aber ein schöner Plankenstab. Da bin ich, das will ich gar nicht machen. Nee, ich will jetzt auch nicht schwarz malen oder so. Gute Nacht, auf Wiedersehen. bye bye. War ein schöner Plankenstab. Also für die Leute, die jetzt etwas später kommen, das Ding wird morgen noch hoffentlich, wenn alles gut geht, um 20 Uhr laufen als Premiere, weil es ja heute nicht 20 Uhr ist und Leute ja sonntags das gewohnt sind. Also Sonntag, 20 Uhr, hoffen wir mal, dass alles gut geht. Toi, 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 klopf, klopf, klopf. Ja. Auf Wiedersehen, schön, dass ihr zugeguckt habt. Ich hab euch alle ganz doll lieb. Tschüss. Winken, ihr Wichser. Muss noch winken. Hä, wollt ihr nicht auch Tschüss sagen? Nein. Ja, tschüss, war nett. Ja, tschüss, ja. Grüßt alle von mir. Das fährt ab, hör auf damit. Gewöhnt ihr das nicht an? Was? Tschüss, war nett? Ja, es aber ist in diesem Ton. Es ist die, tschüss, war nett. Ja. War nett. Ich meinte gerne das, wieder. Ich mein, 5 von 7, ich meinte das nicht so. 5 von 7? Tschüss, sind wir offline? Regie? Au, au, au. Au, 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 meine Haare. Aua. Boah. Aua. Bayer Dynamic. 5 von 7. Was ist 5 von 7? Das ist sowas wie 11 von 10. Okay, ah, okay.